soll zumindest laufen. Man kann immer wieder bloß wiederholen. Und es gibt riesen Aha-Effekte, weil man ständig in die Vergessenheit geht. Jetzt mal das mit dem Holo-Feeling anders angehen. Ich sage immer wieder die zwei Seiten, was ist eigentlich Holo-Feeling? Holo-Feeling ist das, was hundertprozentig sicher ist. Man Ja. sollte sich die Frage stellen, was ist da in mir drin, das es nicht wahrhaben will und was ist wirklich da? Ihr wisst, wir gehen immer wieder, ich erzähle es den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Ja. Und dazu muss ich zuerst einmal wissen, was Geist ist, und das weiß kein Mensch in deiner Welt. Schon diese Formulierung, das weiß kein Mensch in deiner Welt, bei dem Wort Menschen denken wir jetzt erst einmal zwangsläufig jetzt als Information an Trockennasenaffen, an sterbliche Trockennasenaffen, an Enosh oder Medim im Hebräischen. Das sind schlichtweg einfach nur Figuren in einem Traum. Das ist jetzt eine Behauptung. Das kann man überprüfen. Und zwar hundertprozentig sicher überprüfen. Was du nicht überprüfen kannst, ebenfalls hundertprozentig sicher nicht überprüfen kannst, sind all die Behauptungen aus Religion, aus Esoterik und allen voran aus der Naturwissenschaft. Es sind dogmatische Glaubenssätze. Man umschreibt es schön mit Axiome. Bin Ja. ich im Außenfach darauf Ja. eingegangen? Die Frage stellt sich bei Holophilie nicht. Es gibt auch bei diesen Aussagen nichts zu diskutieren, wenn du Geist bist und du bist jetzt Geist, wenn du mich sprechen hörst. Das ist immer so meine erste Ausgangsbasis. Ja. Und die ganzen Holofeeling-Schriften, die höheren Schriften, sind Selbstgespräche. Wir schauen uns das einmal etwas genauer an. Das sind immer diese zwei Seiten. Wir haben zuerst diese einfachen, kindgerechten Erklärungen. Wie ich immer sage, ich bin der Erste, das, was ich behaupte, kann jeder 13-Jährige, jetzt wieder normal gedacht, ich sage immer dazu, damit drücke ich aus, dass du keinen hochstudierten Intellekt haben musst. Das ganz normale Wissen eines 13-Jährigen reicht aus, um diese Behauptungen, diese Aussagen, die ich tätige, jetzt als Pixelmännchen oder als Lautsprecher, weil ich genau bin, aufstelle, hier und jetzt sofort überprüfen, kann jeder 13-Jährige kann das. Und du wirst jetzt feststellen, wie unendlich dir das, was du mein Wissen nennst, im Wege steht, das zu erkennen, was wirklich, wirklich ist. Und ich hatte jetzt, und ich spreche jetzt immer so gemischt, auch raumzeitlich, wenn ich jetzt Worte sage, diese Worte lösen ja in dir Vorstellungen aus. Mein Holger hat so einen riesen Heureka gehabt, welcher einer ganz leichten Erkenntnis, was eigentlich gar nicht neu ist, weil ich das jedes Mal behaupte, wenn du nämlich erkennst, dass wirklich alles, was du wahrnimmst, bloß jetzt da ist und dass es eine Information ist, dann wirst du ganz, ganz irre Erkenntnisse plötzlich kriegen, die auch nicht diskutierbar sind, weil sie hundertprozentig sicher sind. Wir schauen uns das einmal genauer an. Das ist jetzt auf der anderen Seite nichts Neues, und da gehen wir noch etwas in die Worte mit rein. Ich mache jetzt wieder so ein Gemisch, dass ich wirklich auch hundertprozentig sicher beweise, dass du dich jetzt in einer Matrix befindest. Damit symbolisieren wir einfach das, was man einen virtuellen Raum als Figur, als Spieler, als Avatar, als Protagonist, als der, der du dich jetzt empfindest, das, was du aber nicht bist, das ist nur eine Information von dir. Dass das alles zerstört, was du bisher geglaubt hast, und das wird zuerst einmal Angst in dir auslösen. Dein Glaube, deine Vorstellung von Welt, deine eigene Vorstellung von dir selbst, wie man so schön sagt, das geht alles einmal den Bach runter. Das ist das Wegnehmen des Haars. Das ist Ja. ich. Dazu übertrage ich aber schnell meinen Bildschirm. Das ist dann mit der Einschaltung. Dann machen wir, springen wir da zuerst einmal hier diese kleine, das ist eine von den höherwertigen Holofeeling-Schriften, die Wiedergeburt des Christus. Es ist in einer Unmenge von Holofeeling-Schriften ist immer der Anfang, das Vorwort immer variierend, aber es wird eigentlich immer auf dasselbe hingewiesen. Du siehst jetzt erst einmal Worte, und es ist sehr wichtig, auch wenn du jetzt meinst, du hättest das verstanden. Ich garantiere dir, wenn du an dich denkst, denkst du immer noch an den Brösel, der jetzt vorm Computer sitzt. Und schon dieser kleine Abschnitt erklärt dir alles. Rot-Blau-Lesung ist klar, lieber Lesergeist. Der Leser ist jetzt der, an den du denkst, wenn du an dich denkst, und der Geist ist der, der das erlebt. Ich gehe jetzt das wirklich nochmal durch. Alles Leid und alle Ängste, die du Geist in dir erschaffst, du selbst mit deinen Interpretationen,
basieren letztendlich darauf, dass du das, dieses, an diesen kleinen Abschnitt bis hierher nicht verstehst oder nicht akzeptieren willst. Wieso auch immer, da können wir jetzt genauer drauf ein. Schon die Anrede klingt für dich normalen Menschen seltsam. Jetzt ist natürlich, du hörst jetzt einen Lautsprecher, der dir das vorliest. Wenn du jetzt allein bist, mit dir alleine bist und es taucht diese Worte in dir auf dem Monitor, dann sprichst du mit deiner eigenen Gedankenstimme diese Worte. Ja. Ist kein Unterschied, es bleibt, du bist der, der es wahrnimmt, jetzt hörst du halt einen Lautsprecher zu und wenn der Lautsprecher nicht läuft und du fängst selber zum Lesen an, dann hörst du dir selber zu, zumindest deiner Gedankenstimme. Das ist das, was jetzt ist. Die ganze Holofeeling-Lehre baut nur auf Sachen auf, die von Moment zu Moment hundertprozentig sicher sofort überprüft werden können. Ja. Okay? Also diese Anrede klingt für dich seltsam und ungewohnt und darum soll sie, wie auch noch einige andere elementare Wörter dieser Denkschrift, um Missverständnisse vorzubeugen, vorab kurz erklärt werden. Die Missverständnisse, die Miss steht immer für die Frau. Ein Missverständnis ist das, was dir deine Logik aufzwingt. Ja. Du Lesergeist bist ein zweigeteiltes Wesen. Das nennen wir Adam. Das hebräische Adam, wissen wir, heißt Zegerwenikaba, der ist, was die Übersetzung, männlich und weiblich, heißt eigentlich Denker, Gedenken. Und ist auch immer das Weibliche, das Loch, die Lebensfrische, der unterirdische Gang, ist die Traumwelt. Ja. Zum einen bist du ein wahrnehmender Geist. Rot geschrieben heißt immer, es ist etwas, was in keinster Weise existieren kann. Geist ist ewig und alles, was existiert, existiere aus diesem Geist heraustritt, das nenne ich Gedankenwellen, ist vergänglich. Ein existierender Gott wäre ein vergänglicher Gott, weil der nur so lange existiert, solange er von irgendjemandem ausgedacht wird. Dann stimmt der Materialismus mit, dass man meint, ein Gedanke, den man denkt, dass der auch dann unabhängig von einem da außen existiert, weil man nicht dran denkt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, dass du das nicht überprüfen kannst, das ist schon wieder blinder Glaube. Also du bist jetzt der wahrnehmende Geist, der in diesem Moment, auf die Worte bin ich alle eingegangen. Ja. Mom heißt Fehler. Das heißt, in dem Moment, wo du dir was ausdenkst, fehlt es in dir. Ja. Die Vorsilbe N sind wir auch drauf eingegangen. Das heißt, du stellst jetzt erst etwas vor und es wird dann mit dem nächsten Gedanken wieder ins Gegenteil gekehrt, fällt wieder in dich rein. Der in diesem Moment diese Gedanken denkt, zum anderen bist du, aber auch de facto eine ständig wechselnde Information. Das ist das, was du zu sehen bekommst. Egal an was du denkst, egal was du auf deiner Farbbrille hast, was du sinnlich wahrnimmst, das ist immer nur für einen Moment und jeder Gedanke, der nächste Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken und der nächste Blickwinkel, den du, wenn du jetzt deinen ausgedachten Kopf drehst, praktisch die deine sinnlich wahrgenommene Information sich verändert, aber dasselbe Spiel. Jeder Gedanke, jede Information wird durch die nächste Information zerstört. Das ist wie Gedanken, wenn die tauchen auf und fallen wieder in dich rein. Welche du in deinem eigenen Bewusstsein zu Gesicht bekommst, das ist alles rot, das ist die geistige Sicht. Ja. Pan im Rot geschrieben. Die Person, das heißt der Körper, lateinisch Maske, die du als Leser zu sein glaubst, ist ebenfalls nur eine Information, weil dein Körper nur existiert, wenn du an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Die von dir Geist nur zeitweise in deinem Bewusstsein wahrgenommen wird. Ansonsten existiert ein Leserkörper, den du Geist momentan wahrnimmst, weil wir reden ja von ihm, nicht. Ja. Nur dein Geist ist im Meer da. Ja. Nochmal für einen Einsteiger in der hebräischen Bibel, das erste Wort, dieses im Anfang erschuf Gott, dieses Wort Gott im Hebräischen heißt eigentlich Gott das Meer. Die Person, die du normaler Mensch zu sein glaubst, ist bei genauer Betrachtung nur eine von unendlich vielen Informationen, die du wahrnehmender Geist in deinem eigenen Bewusstsein wahrzunehmen vermagst. Ja. Egal, was du denkst, egal, was du findest, ein ständiger Wechsel von Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Wichtig, die von dir Geist zurzeit wahrgenommene Person, das heißt, dein Körper ist kein ganzer Mensch. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du zuerst einmal an den momentanen Körper. Mom heißt der Körper, den du dir jetzt ausdenkst. Denn ein Mensch wechselt im Laufe seines persönlichen Daseins ständig seine Masken, sprich die Personen vom Säugling bis zum Greis.
All diese verschiedenen Körpermasken, die du trägst, du bist immer derselbe Geist, machen erst in ihrer Summe einen ganzen Menschen aus. Das ist aber ungenau, da gehört noch wesentlich mehr dazu, zu dem Menschen, da wir ja wissen, dass das ein Konstrukt wäre und Interpretationsprogramm ist, gehören auch alle anderen Menschen, die du dir ausdenkst. Weil du hast in dir ein gewisses Wissen, einen Schwamminhalt, das betrachten wir wie ein Computerprogramm. Und alles, was in dir in Erscheinung tritt, was in dir auftaucht, das ist wie wenn auf einem Computerbildschirm was auftaucht, kommt aus diesem Programm. Das heißt, alle Menschen, deine Vorstellung von Universum, von heliozentrischem Weltbild, das gehört alles zu dem Menschen, aus einer komplett eigenständigen Welt. Das ist wie ein Videospiel mit einem Konstruktprogramm. Du Leser kennst also den Menschen, der du bist, erst dann vollständig, wenn du Leser geistig total bist. Total heißt, wenn du das komplette Leben, diesen Schwamminhalt komplett durchschaut hast. Und da bist du noch sehr, sehr weit davon entfernt. Jeder normale Mensch, sprich ausgedachter Trockennasenaffe, verwechselt aufgrund seiner fehlerhaften geistigen Erziehung unbewusst den Geist, der hinter all diesen Masken steckt, mit der Maske, die er zurzeit trägt. Wie ist das zu verstehen? Ja. Du ein träumender Geist bist, muss dir klar sein, den Traum erlebt, ein Satz, den ich gebetsmühlenhaft wiederhole, einen Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Alle Figuren, alle Menschen, die in deinem Traum auftauchen, dazu zählst auch du selbst, wenn du an dich denkst. Sind nur Gedanken, wenn sie vergängliche Erscheinungen. Alles Existierende ist vergänglich. Und zwar schon in dem Moment, wo was Neues in dir zu existieren anfängt. Das heißt, du bist der Geist von allem, was du dir ausdenkst. Ob du jetzt an einen Einstein denkst oder an einen Sokrates denkst oder an wen du auch immer denkst, der entsteht in dir in dem Moment, wo du ihn denkst und er wird genauso sein, wie du in dir denkst. Er wird sich da befinden, wo du ihn jetzt hindenkst, räumlich wie zeitlich, obwohl in Wirklichkeit nur hier und jetzt eine Information von dir ist. Sofort überprüfbar vor jedem 13-Jährigen. Die von dir selbst zeitweise wahrgenommene Person, die du Geist jetzt in deinem Bewusstsein als Information wahrnimmst, bist in Wirklichkeit nicht du selbst. Denn du Geist machst eindeutig auch dann eine Wahrnehmung, wenn du nicht an die Person, sprich an deinen Körper denkst. Ja. Die du jetzt in diesem Moment fälschlicherweise zu sein glaubst, wenn du natürlich wieder an deinen Körper denkst. Da steckt alles drin. Dieser kleine Abschnitt, noch genauer kann man es nicht beschreiben. Ich habe es jetzt nochmal unterstrichen und nochmal genauer herausgehoben, wobei das schon im ganz normalen Lesen, wenn man sehr aufmerksam liest und diese Gedanken, die man sich selber denkt, wenn man das liest, das sind Selbstgespräche, nachvollzieht, Satz für Satz kann man jede Behauptung sofort überprüfen. Dann gehe ich hier kurz auf das missverstandene Wort Liebe ein. Da muss man mal wissen, reden wir von der roten, alles umfassenden Liebe? Oder redet man nur von ich liebe, dann ist es immer verbunden mit irgendeinem bestimmten Objekt, das in diesem Moment gedacht wird, mit einer bestimmten vergänglichen Information. Das heißt, jegliche Art von blauer Liebe, nenne ich das, ist immer verbunden mit irgendwas ausgedacht, bei normalen Menschen. Sobald der normale, normierte, unbewusste Geist sich ja zu einem Trockennasenaffen macht und in Form des Trockennasens auf ich liebe dieses oder ich liebe jenes, denkt er immer an einen ganz bestimmten Gedanken. Und der Gedanke muss existieren, indem behauptet wird, dass ich das liebe. Und da alles Existierende vergänglich ist, auch wenn ich das mühselig immer wieder versuche zu wiederholen, denk an das Vorhergesagte, jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Ist blaue Liebe zwangsläufig mit Leid verbunden, wenn man nicht loslassen kann? Bis ich verstehe, was rote Liebe ist. Rote Liebe ist das dabei allumfassend, das bezieht sich auf alles. Ich liebe alle meine Gedanken. Ich nenne immer das, das sind Puzzlestücke von einem heiligen Ganzen, das ich selbst bin. Ich könnte jetzt beim Körper immer die kleinen Udo-Beispiele, dass ich sage, wenn du jetzt rein an deinen eigenen Körper denkst, liebst du deinen Körper. Der momentane Körper, wohlgemerkt bloß, du hattest ja schon viele andere Körper, dann kann man vielleicht sagen, ja, wie ich 20, 30 war, habe ich meinen Körper geliebt, aber jetzt liebe ich ihn nicht mehr, jetzt ist er alt und runzlig geworden. Das sind alles Informationen, aber bleiben wir mal unabhängig jetzt den Körper zu definieren, liebst du deinen Hintern, deinen Arschloch genauso wie deine Augen oder deinen Mund oder deine Hände? Und du wirst merken, da ist schon wieder ein Wertesystem drin.
Immer Einseitigkeiten, immer nur Einseitigkeiten. Und genau dieses Anstreben von Einseitigkeiten ist die Quelle von Leid. Egal, ob es auch in einer höheren Ordnung politische oder religiöse Einseitigkeiten sind, die man vertritt. Man reißt sich in Stücke und entheiligt sich damit selbst. Ja. Und das können wir jetzt durchgehen, da will ich gar nicht weitergehen. Wir bleiben, obwohl jetzt gerade das Wort Gott bezeichnet, rot geschrieben, bezeichnet hier die wirkliche Substanz. Das ist eigentlich nichts. Kreatio ex nihilo, alle von dir Geist wahrgenommenen Informationen. Das so baut sich Holofeeling auf. Das heißt, diese Denkschrift und nicht nur diese, sondern jegliche Holofeeling-Schrift ist eine völlig insektenfreie, das hat nichts mit einer Glaubensgemeinschaft zu tun. Nicht von einseitigen Dogmen in irgendeiner kirchlichen Glaubens- oder politischen Glaubensgemeinschaft verzerrte göttliche Erklärung der Symbolik mancher Bibelstellen, auch im Koran, in den Upanishaden. Holofeeling ist allumfassend, es bezieht sich nicht auf irgendeine Schrift. Sie kommt von der wirklichen Quelle deines eigenen Lebens. Das ist dein tiefstes eigenes Inneres, das sind wir. Lieber Lesergeist, in deiner Traumwelt haben nach deinem Glauben viele Katastrophen, Dürren, Überschwemmungen, verheerende Wirbelstürme, Erdbeben und schreckliche Kriege stattgefunden. Das sind jetzt erst einmal nur Worte, die da stehen, und du wirst jetzt in Maßsetzung deiner Logik, und jetzt komme ich eigentlich auf das Thema, das ich sagen will, was ich hier beschreiben will, wirst du jetzt hier aus diesen Worten Vorstellungen aufbauen, mhm, und du denkst dir die jetzt in die Vergangenheit. Mhm. Es sind aber nur Gedanken, die jetzt gedacht werden, die nicht existieren. Mhm. Wenn du sie nicht denkst, und ich sage immer und immer wieder, weise ich darauf hin, solange du nicht jeden Moment dir bewusst ist, was das erste und das zweite Gebot der 10 Gebote bedeutet. Mach dir kein Bild von dir selbst. Das haben wir gerade gesprochen, du bist was anderes wie ein Gedanke von dir, und mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel. Schau das kleine Bild an oder da unten. Ja, ja. Es ist immer in der Mitte. Ja. Hier und jetzt. Könntest du all diese angeblichen Ereignisse auch vor einem göttlichen Gericht bezeugen, ohne dabei eine Meinung zu schwören? Und ich weise immer wieder darauf hin, die Quelle deines Leids, deiner Ängste ist, dass 99% von den Sachen, die du dir jetzt denkst, von denen dir deine Logik einredet, diese fehlerhafte Logik, mein Führerscheinprüfungsbogen, dass das hundertprozentig sicher bewiesen ist. Das gilt für alle Aussagen der religiösen Menschen. Es gilt für alle Aussagen von Esoterikern und für alle Aussagen von Naturwissenschaftlern. Es ist so leicht, es zu widerlegen, du beschwörst Meineide. Es sind logische Konstrukte. Nur weil dir was logisch erscheint, heißt es nicht, dass das hundertprozentig sicher ist. Mhm. Ja. Es ist immer der Satz, beweise mir, dass die Erde eine Kugel ist. Zeig es mir. Alles, was du jetzt als Beweis bringst, wird vor jedem normalen Gericht überhaupt nicht anerkannt werden, wenn das ein geistreiches Gericht ist. Eine Fotografie, dann sage ich, das ist ein Fetzen Papier, wo Farbe draufgespritzt ist. Eine Filmaufnahme, sage ich, das ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Ja, aber, das wurde ja vorher aufgenommen. Hast du es gesehen oder hast du es nicht gesehen? Die muss irgendwann einmal bewusst werden, dass du in einer extrem fehlerhaften Logik dich einsperrst wie in ein Gefängnis. Du fährst auf den Gleisen dieser Logik, und das gilt es zu erkennen. Das ist der Sinn dieses Lebens. Ja. Tausende verloren angeblich. Immer angebliche Ereignisse. Wer ist der Angeber? Bei furchtbaren Unfällen ihr Leben. Angeblich verhungern Millionen, angeblich sind viele Nationen bankrott und unfähig, ihre Schulden abzubezahlen. Kriege, Volksabstände, Bevölkerungsexplosionen, die fortlaufende Zerstörung der Natur machen dir sterblichen Menschen Angst. Was ist ein sterblicher Mensch? Das ist ein Gedanke, den du denkst. Das ist ein Körper, ein vergänglicher Körper. Sag ich nicht immer wieder, egal an was du denkst, es entsteht in dem Moment, wo du es denkst, und es wird genauso sein, sich genauso fühlen und genau das denken, was du denkst, dass es denkt. Ja. Das gibt für jeden Menschen. Jetzt sage ich wieder Einstein, ich sage Merkel, ich sage Trump, ich sage Putin, ich sage Sokrates, Hitler. Es sind Worte und dein Programm, du bist ein Computerprogramm, machst jetzt in dir eine Information, eine Vorstellung, die genauso ist, wie du das machst. Das wiederum hängt davon ab, was man dir erzählt hat. Habe ich gehört. Ich sage immer absichtlich, so bewusst proletenhaft, das habe ich aus das Buch heraus. Dieses ganze Wissen, von dieses angelesene Wissen, vom Hörensagen gekannte Wissen,
Wenn du das verwirklichst, hast du ein riesengroßes Problem. Du solltest dich jetzt auf das konzentrieren. Sagst du mal, was du selbst bist und was jetzt da ist. Und da kommt jetzt eigentlich so dieser Heiligen Schrift, nicht nur der Bibel. Diese Ereignisse habe ich UB in meiner Bibel deutlich vorhergesagt. Das sind jetzt die ganzen Stellen, diesen Zustand, in dem sich du und zwangsläufig die Menschheit, die du dir ausdenkst, befindet. Du setzt dich ja zu deiner Menschheit. Als Gott habe ich UB die Menschen, immer dieses UB ist El Hayom, Gott das Meer, immer vor diesen Gerichten gewarnt, die nur aufgrund der Gottlosigkeit der Menschen genau so, wie sie es sich selbst prophezeien, auch immer ausgebrochen sind. Deswegen, ich nenne das selbsterfüllende Prophezeiungen. Menschen haben eine panische Angst vor ihren eigenen Trugbildern und wagen es aufgrund ihres dogmatisch-materialistischen Glaubens nicht, sich ganz einfach vollkommen neuen Gedanken zu machen. Für vollkommen neue Gedanken muss das Programm verändert werden. Oder der Zufall spielt ein. So, das war jetzt eigentlich einmal die erste Stelle. Und jetzt mache ich einmal das Bild nochmal weg, dann quatschen wir noch ein bisschen und dann können wir da eventuell nochmal zurück. Es ist also, wenn ich jetzt spreche, wenn du die ganze Zeit jetzt diesen Text, angenommen, du hörst dir Hörspiel an, du hörst einen Nachrichtensprecher sprechen, hast du einen so einen reinen, schönen, einfachen Fluss der Worte. Und wenn du jetzt wirklich dich einmal zum Beobachter machst, was in dir passiert, fällt dir das gar nicht auf, dass du eine relative präzise im Hintergrund eine Vorstellungswelt laufen hast, ohne dass eine Vorstellungswelt läuft. Ich bin da sehr oft darauf eingegangen, in den meisten Fällen, wenn du denkst, rein mit Worten denkst, machst du dir aus diesen Worten, die du denkst, keine Bilder, obwohl du Bilder machen könntest. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Hunger, ich gehe in die Küche und mache mir Brot, das fällt dir ein, das Ding, oh, ich habe einen Hunger, ich muss mal, glaube ich, ein Brot machen. Das ist so ein Standardbeispiel. Einfach, können wir jetzt, ist austauschbar. Dass dir klar sein sollte, dass in diesem klassischen Fluss der ständig wechselnden Worte in dir, dass du da bei dem Wort, ich muss mal Brot machen, dir nicht ein Brot bildlich vorstellst. Du kannst dir, oder ich gehe jetzt in den Keller, wenn du das sagst, stellst du dir den gar nicht bildlich vor, abgesehen davon, das ist wie mit unserer Küche, du kannst da eh kein Bild davon machen. Aber es ist alles unheimlich präzise im Denken, vorausgesetzt, du beherrschst diese Sprache. Wenn wir jetzt umschalten würden auf eine Sprache, Türkisch, Chinesisch, Italienisch, die du nicht sprichst, hast du nur einen Schwall von Geräuschen. Jetzt ist es natürlich vollkommen logisch, dass du davon ausgehst, dass die Menschen, die wir uns jetzt denken, die jetzt Türken sind in der Türkei oder Chinesen sind, dass wenn die sich gegenseitig zuhören, dass das genauso für sie ist. Dass dieser Schwall von Geräuschen, sprich von Worten, halt in einer anderen Sprache, dieselben Gefühle auslösen wie in dir. Das ist unheimlich logisch, das ist aber etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ich bin da in Selbstgesprächen drauf eingegangen. Du lebst in einem Logos-Gefängnis, das so reduziert ist. Und ich habe so viele Hinweise gegeben, dass jetzt kommt der Punkt mit dem Heureka, den ich beim Holger angesprochen habe, obwohl ich das tausende Male in den Selbstgesprächen erwähne. Wenn du ein träumender Geist bist, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt und alles, was geträumt wird, sind Gedanken, wenn es existiert nur in dem Moment, wo du es träumst. Das heißt, da außen gibt es keine Türken und da gibt es keine Chinesen, da gibt es auch keine Erdkugel, da gibt es keine Menschheit. Es gibt nicht einmal deinen eigenen Körper, der jetzt wieder vor dem Computer sitzt, wenn du nicht dran denkst. Es ist jeder Moment, ist immer nur, wenn er von dir wahrgenommen wird, wenn er von dir gedacht wird. Das, was du wahrnimmst, ist prinzipiell deine Information. Wäre es nicht deine eigene, ureigenste Information, würdest du es gar nicht wahrnehmen. Schnipp. Jetzt habt ihr wieder die Brille auf. Vorausgesetzt, du hast das Margot- oder das Beta-Programm in dir laufen. Oder das Udo-Programm in dir laufen. Du kannst aber ein Programm in dir laufen lassen, das jetzt ein Brösel vom Computer sitzt, der kein Brillenträger ist. Aber dann denkst du jetzt zumindest an eine Brille, die natürlich jetzt nicht an deinem Kopf ist. Das hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Ich bin da so drauf eingegangen, auch die Worte, die du jetzt hast. Das heißt, wenn du dich jetzt auf deinen Körper fokussierst, du denkst jetzt bewusst deinen Körper, dann muss dir klar sein, die Information, die du Geist zu sehen bekommst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Absolut, ja. Das ist alles absolut, das ist göttlich. UB ist Gott. Ja. So, und jetzt mache ich nochmal.
du musst das irgendwann einmal von dir aus wiederholen, ohne dass da irgendein Reizauslöser ist, wo du keinen Einfluss drauf hast. Dann fängst du an, auf meine Inspirationen zu hören. Dann öffnest du dich für die Inspiration, für dein höheres Ich, für dich selbst. Ja. Ich springe mal nochmal in den Weißenburg-Vortrag Wildpatzer. Da erkläre ich, ich habe den in so vielen Facetten erklärt, wo ich ganz einfach sage, wenn ich jetzt zum Beispiel spreche, als Sprecher auf der Bühne, den wir uns jetzt ausdenken, schließe mal deine Augen. Dann habe ich hier 200 Menschen in dem Saal und es waren 200 Menschen aufgrund dieser Worte an einen ganz bestimmten Körper denken und bei diesem Körper die Augen zumachen. Aber jetzt ist wichtig, da ist nur ein allereinziger Geist. Und das Programm, das Ego, das Abi, unser schöpferisches Wissen, meines Intellekts, das mir vorschreibt, ich bin ja nur diese eine Person, diese Maske, dieser Körper in diesem Raum. Ja. Es ist ein Geist, der das erlebt. Ja. Und jetzt sind wir so weit, dass ich sage, wir haben einen Computer, aber je nachdem, was für ein Programm du laufen hast, das Programm bestimmt, was du aus den Worten machst, die in dir auftauchen. Ob das jetzt geschriebene Worte sind, die als geschriebenes Wort oder als Geräusch in dir auftauchen. Ja. Das ist dabei vollkommen gleichgültig. Ja. Diese Worte, schließe mal deine Augen, werden dich zwanghaft, wenn du darauf eingehst, werden dich an einen ganz bestimmten Körper denken lassen und dann bei diesem Körper die Augen zumachen. Das spürst du, das ist Information. Ja. Aber an welchen Körper du denkst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt nur einen Gott. Es ist nur ein Geist. Das ist dieses JCH vom Bücherregal. Und sobald das in dir abläuft, hast du ein Programm laufen, bist du ein Leser von einem ganz bestimmten Buch. Hast den Almenar schon gesagt. Seit über 25 Jahren erkläre ich das. Ja. Das ist natürlich, wenn das durchrauscht und du machst nicht bewusst, was ich dir sage, das ist hundertprozentig sicher. Das Verrückte ist der Glaube, dass das mit anderen Sprachen auch funktioniert. Wenn du das glaubst, ist es für dich so. Wenn du es nicht glaubst, ist es für dich nicht so. Weil wenn Menschen träumen, hat jeder seinen eigenen Traum. Absolut gesehen, wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, weder du selbst als ausgedachte Person noch irgendein anderer, irgendwas erleben oder irgendwas erfahren, es sind einfach nur Informationen, es sind Figuren, Existenzen in einem Traum, die auftauchen und mit den nächsten Gedanken wieder zerstört werden. Das ist wesentlich. Ja. Das muss man zuerst einmal bereit sein zu akzeptieren, sonst wirst du die höheren geistigen Ebene nicht betreten. Ja. Drum ist mir so, wie ich dick, wie ich im Mittelpunkt. Ja. Dass du zuerst einmal verstehst, dass es mir wirklich bei Holofeeling nur um den einen geht, der mich jetzt sprechen hört. Und was du aber aus meinen Worten machst und wie du das bewertest, das hängt jetzt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Ja. Das suchst du dir nicht raus, aber du kannst dich da wirklich drüber heben. Du hast da auch nichts dran zu verändern. Ich sage das immer wieder. Elementare Veränderungen kommen von innen heraus. Alles, was du jetzt verändern willst, ist logisch. Und es ist ein Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendetwas, was in dir auftaucht. Und die Grundlehre bei Holofeeling, egal was in dir auftaucht, das sind Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Du hast die weder zu verändern, sonst entheiligst du dich selbst. Noch zu vernichten, wenn du das nicht haben willst, sie lösen dich schon wieder auf mit dem nächsten Gedanken. Also mach dir nur keine Sorgen. Im Gegenteil, solange du was nicht haben willst, denkst du ständig an das, was du nicht haben willst. Jetzt denke mal an deinen Körper und an deine Schmerzen, die du jetzt ausgedachterweise jetzt vorgestellt in der Vergangenheit alles schon erlebt hast. Jetzt wirst du irgendwann einmal erkennen müssen, dass in der Vergangenheit nie was war. Es waren ständige Wiederholungen und Wiederholungen bis zum Erbrechen durch ein Nicht-Einverstanden-Sein. Stimmt. Es hat sich wiederholt, weil du nicht einverstanden warst. Und es wiederholt sich, das ist, wenn ich immer sage, du wirst bis alle Ewigkeit leiden. Ja. Es ist ein Holofeeling, es ist das größte Geschenk, das dir diese vielen Leben, das Göttliche eigentlich anbietet. Es ist ein intimer Akt, wo du mit keinem drüber sprechen musst. Was macht es für einen Sinn, wenn der träumende Geist versucht, mit seinen Figuren in seinem Traum zu kommunizieren? Ja. Das sind diese einfachen Sätze. Hammerschläge. Jede Figur, die in dir auftaucht, die du als Information zu sehen
Da steckt die Ehe schon drin, wie du dich eins zu machen hast. Und wann ist das der Fall, wenn du sie nicht mehr denkst? Ja. Du bist nichts und die Figur, diese Person oder irgendein anderes Objekt ist auch nichts, wenn du es nicht denkst. Ja. Das absolute Nichts ist praktisch ein Geist, der nicht träumt. Ja. Aber den denken wir uns jetzt schon wieder aus und das ist bloß eine Seite. Ja, 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 ja. Das Prinzip, wenn man irgendwann mal verstanden hat. Ja. 16 Perspektiven. Allerdings. Also da ist alles ganz anders. Das war jetzt mal so ein kleines Vorwort. Und wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du bestimmst das. Und jetzt schauen wir uns immer wieder ein bisschen in die Worte rein, dass nicht, weil das sind Wiederholungen. Ich kann immer und immer wieder bloß sagen, ich unterhalte mich nicht mit Menschen, mit Personen, sondern mit dem, der mich jetzt sprechen hört. Und in dem Moment, wo du das Interesse verlierst, in der Esse verlierst, löst sich Holofeeling in dir auf. Du wirst dann wieder ein ganz normaler Mensch, wirst dich auf das stürzen, was dich interessiert und du wirst feststellen, solange du das vergehst, solange du das erste und das zweite Gebot bringst, du dir ein Bild von dir selber machst, du darfst es natürlich, das sind die zwei Seiten wieder, aber du musst es bewusst machen. Ich sage immer wieder, mach dir kein Bild von irgendwas da oben im Himmel, da unten auf der Erde. Be'ilet er hebraisiert in der Vordersprache heißt im Kinder weckt. Mhm. Da haben wir die Ecken dann immer mit drin. Mhm. Das ist so vielfältig, jetzt nur das letzte Wort hier mit der Vorsilbe end, die ich immer wieder erkläre, in einer Reihenfolge, wie sich das aufbaut. Das ist auch so eine Sache bei Holofeeling. Du wirst nie hören, egal um was es geht, was in dir auftaucht, egal welches Thema, dass das nicht wichtig wäre oder dass das nicht stimmt. Das machen nur Menschen, die einseitig denken. Die urteilen und richten, Kategorie 1 und Kategorie 2. In der Kategorie 3 stellen sich keine Fragen mehr. Ja. Kategorie 3 Fragen, wie ich das nenne, beantworten sich von selbst. Ja. Die reduzieren sich auf eine einfache Aussage, Erkenntnis. Ja. Sag da mal, was ist das? Warum ist das jetzt? Weil ich es denke, weil ich es anschaue, weil ich es denke. Deshalb ist es da. Ja. Wo ist es? Mhm. Hier und wann? Genau. Jetzt. Genau. Alles, was du siehst, siehst du hier und jetzt. Schon die Vorstellung von Zeitspannen oder von Entfernungen fängst du an, dich zu verstreuen. Ja, so wenn ich das bewusst mache, ist das vollkommen okay. Mhm. Das Problem ist, wenn du es unbewusst machst und der normale Mensch meint, er hätte mit dem, was er sich ausdenkt, nichts zu tun. Und ich trenne jetzt nochmal, ich sage jedes Mal dazu, du hast zwei verschiedene Arten von Informationen. Du hast einmal die reinen, was du sagst, meine Gedanken, Informationen, ich nenne das immer feinstofflich, und du hast sinnlich wahrgenommene Informationen. Das nenne ich mal auf der VR-Brille. Beide sind Informationen. Bei sinnlich wahrgenommenen Informationen neigst du dazu, extrem in die Vergesslichkeit zu gehen. Erzeugst du in dir das Gefühl, dass du mit was du sinnlich wahrnimmst, gar nichts zu tun hast. Ja. Informationen sind Informationen und die sind in dir und kommen aus dir. Von außen kommt gar nichts. Eben. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Die Be'ilet er im Kinder weckt. Ich. In dir drin. Wenn dir das jeden Moment bewusst ist im Hintergrund, dann bist du eigentlich schon wach geworden. Ja. Obwohl sich oberflächlich in deinen ständigen wechselnden Bildern auf der Oberfläche überhaupt, aber du hast vor nichts und niemandem mehr Angst. Mhm. Du hast doch keine Wünsche mehr. Was solltest du dir wünschen? Es ist alles in dir drin. Du bist es. Es geht noch einen Schritt weiter. Du bist es selbst. Das bedeutet Profil. Und du schaust dir jetzt diese unendlich vielen Facetten von dir selbst an. Ja. Und dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich irgendwann einmal immer was anschaue, dass ich das ständig wiederhole und ständig wiederhole. Richtig. Richtig. Da verschiebt sich auch die Vorstellung vom Wunsch, die Vorstellung von Schönheit, von Geschmack. Es kriegt alles eine komplett andere Qualität. Ich könnte jetzt zum Veda zum Beispiel, wie alt war die Margot, wie du sie kennengelernt hast mit dem Veda-Programm? 24, ne? Ja, so. Klar, und jetzt denken wir mal, jetzt können wir immer nur jetzt können wir 24-jährige Margot rausholen. Welche ist jetzt für dich schöner? Die jetzige, das alte Suppenhund oder die 24? Brauchen wir nicht drüber reden. Das kannst du aber hier einem 25-Jährigen nicht erklären, wenn der jetzt wählen müsste. Na. Alles zu seiner Zeit, Peter. Ja. Alles zu seiner Zeit. Man kriegt andere Vorstellungen, was schön ist, hochwertig ist. Und vor allem mit Holofeeling kriegst du eine vollkommen neue Erkenntnis für das, was wie ich dick ist. Ja.
Das Einzige, was wichtig ist, ist man selbst rot geschrieben. Genau. Genau. Okay, dann schalten wir mal das nochmal ein. Und da springen wir jetzt, das war so ein Video reinstellen, wenn wir das loslaufen lassen, das ist halt das typische Geschwätz, wenn du ein Harald-Lesch-Programm laufen hast. Du Geist mit diesem Programm, ist das vollkommen logisch, was er sagt. Die kommen sich alles so gescheit vor. Klar. Und beweisen alles. Und das ist, da habe ich tausende von Beispielen, was wir uns jetzt einmal anschauen, ist das hier. Bloß ein bisschen das Spiel, ich sage immer wieder, wie viel Zeit nimmst du dir? Das ist ja zuerst einmal das hebräische Wort für einen Vater, eine Koseform. Eigentlich ist der Vater auch bloß Ab. Mhm. Ja. Und Abba ist so die Koseform. Und das kann man jetzt hier interessanterweise, weil BA alleine nur zuhören, du musst dir das nicht merken. Dieses Bet Aleph alleine heißt auch ein Kommen. Mhm. Du hast Aleph als Vorsilbe gelesen, heißt es, ich komme, ich geiste in die geistige Ehe. Ich komme, interessant, Co, im Lateinischen haben wir zusammengeschmissen, Wellenberg und Wellendorf. Ja. Unsere zwei MM. Wenn ich diese zwei zusammenschmall, dann gehe ich in die Gehe in den Geist, drei Gimmesynthese in die geistige Ehe. Dann gehe ich hinein. Und dann werde ich wichtig. Mhm. Dann gehe ich in den Mittelpunkt hinein. Die geistige Eheexistenz, kleines Bild anschauen, plus minus, diese Polarität wird wieder zum Schöpfer, wird wieder eins. Mhm. Ja. Das sind jetzt die zwei in der Eins. Ich möge, MG wissen wir, heißt Zauber, der Zaubermeister. Ja. Immer an das AOB denken. Ja, ja, ja. Diese Rahmungsbeschwörungskunst. Ja, gut. Interessant, wenn ich eine Waffe dazwischen schiebe, blau, dann hast du es, ich fange an zu schmelzen und zu schwanken. Ein Wogen, ein Zerfließen. Passiert es nicht ständig mit Gedankenwellen? Ein ständiges Wogen, ein Auf und Ab von Wellen, die zwangsläufig mit jedem neuen Wellen wird die bestehende Welle ausgetauscht. Das zerschmilzt förmlich. Ja. Bloß ein bisschen, wenn man da spielt. Das ist jetzt hier imperfekt, alle falls Vorsilbe, habe ich dann gesagt, ich werde hineingehen, ich kehre, ich fahre, ich ziehe wieder. Ich lasse mich wieder ein. Auf mich selbst. Interessant, Zornwert, rote 4, blaue 4. Mhm. Üben und drüben. Mhm. Innerhalb, außerhalb. Mhm. Und unsere 4 ist ja die Reihe. Wir wissen ja, unser Dalit 4, Rode 4, ist es geschlossen oder ist es geöffnet? Atma, ja. Schwert, gespiegelt. 11 heißt der Ei, der ja. Schöpfergott. Und die 2 Nullen setzen wir immer für unendlich. Genau. Es gibt eine Spiegelung, die unendlich ist. Pyramidenwert ist die große Kollektion. Ja. Der verborgene Wert, wenn wir die jetzt uns anschauen, das ist, du wirst merken, schon im ersten, im Hintergrund, immer dran denken, diese Radix, ich mache mal den vollen Wert, wir springen da ganz kurz einmal und schauen uns die ersten an, das beginnt schon mal mit dem Aber, mit dem A, das sind jetzt alle volle Werte mit 3, 4, 60, das sind natürlich hier viele, sehr, sehr viele. Was jetzt aber interessant ist, da können wir noch ganz kurz machen, ich bin Liebe, rot, allumfassend, vollkommen heiliges Bewusstsein. Das heißt, ich strafe und richte auch nicht, wenn wir unsere Urgu-Geschichte mit einfragen. Ich liebe den Urgu, den habe ich genauso erschaffen wie den Hannibal Lecter und den bösen Wolf, der Rotkäppchens Mutter aufgefressen hat. Das sind alles Märchen, das sind Gedanken. Ja. Auch die Fettig sind jetzt ein Gedanke oder der Uru ist ein Gedanke. Ja. Sind Figuren in einem Traum, die das niemals, was ich erzähle, verstehen können. Vergängliche Erscheinungen, wenn das, was ich dir, ewigen kleinen Gotteskind erkläre, niemals verstehen. Das kann ein ausgedachter Udo nicht verstanden haben, auch wenn er den Anschein hat und es wird auch kein anderer verstehen. Alles umfassend, alles liebt, alles versteht. Ich bin dein wirklicher geistiger Vater. Ich bin Schöpfervater und Avatar, da steckt der Vater schon drin, Fokalisation, deine Erlösung. Was ist ein Avatar, ein Vater? Das ist eine Herabkunft, eine Inkarnation des Göttlichen auf die Erde. Fragen?
Das war das, wo ich sage, ich kann, um mit dir zu, mit dir Geist, um mit dem Geist kommunizieren zu können, muss ich mich zwangsläufig als irgendein Brösel in deinem Traum inkarnieren. Du träumst mich jetzt. Den Udo, den du dir ausdenkst, der ist jetzt deine Information. Aber auch dein eigener Körper ist eine Information, die nur existiert, wenn du es denkst. Erleben tut es nur der Geist, den ich das jetzt erzähle. Und du musst der Erste sein, der das versteht. Und solange du glaubst, dir einredest, es könnte ein Gedanken von dir verstehen, hast du diese Worte nicht verstanden. Das ist die ohne karmische Zwänge erfolgt. Ja. Ein Akt der Nächstenliebe. Mit dem Ziel, die Menschen in ihre Evolution, Exvolvere, Revolvere, ja. Revolution, herausrollen und wieder hineinrollen, ihre spirituelle Entwicklung weiterzuführen. Ja. Das ist der Vater, der Schöpfervater, können wir auch lesen. Oder nicht der Vater, was vor Silvia, wir haben halt die vielen Möglichkeiten. Okay, machen wir gleich einmal weg. IOB liebe dich so sehr, dass IOB in deinem Indivisional-Dualbewusstsein, du bist nichts, ein Nichtbewusstsein, in deinem persönlichen Traum in diesem Moment als ein Gedanke oder gegebenenfalls als eine limitierte Person in Erscheinung trete, um dich kleinen Geistesfunken, sprich Gotteskind, der du ein individueller Mensch, das heißt ein schöpferischer Teil meiner göttlichen Geistes bist, auf die nächste Stufe deiner geistigen Evolution vorzubereiten. Das ist immer rot geschrieben, jetzt das Herausrollen, Evolution, Revolution. Ja. Das muss man verstanden haben. Jetzt ist es interessant, nächstes Wort mit dem vollen Wert, da gibt es natürlich mehrere, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wir sind also hier bei dem vollen Wert 634. Der nächste Wert ist die Libido, das ist der Geschlechtstrieb. Ich rede von einer geistigen Befruchtung. Übrigens, ganz einfach, wenn wir uns das anschauen, wenn wir da hebräische Zeichen drauf machen, Li heißt zu mir, in mir, Bi, zu mir, in mir, Wissen. Du, Wissen, genau. 74. Zu mir kommt in mir Wissen. Ja. Dieses Wissen ist das da mal hier unser Ohr, beziehungsweise U, das Licht. Wir haben rotes Licht und wir haben blaues Licht. Und dann noch ein flackerndes Licht. Das geistige Licht ist rot. Das ist eher als geistiges Licht gelesen. Dann nochmal als nächstes, ich helfe, ich rette, ich befreie dich. Ich werde dich befreien, ich werde dich wieder zum Heil, zum ewigen Sieg L, zum Sieg Gottes, die Siegel ist das Wirtschaft machen, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Ja. Und dann werde ich mich wieder zurückziehen in meine Heiligkeit und dann darfst du das nächste Mal inkarnieren und darfst die Brösel von dir rausholen aus der Scheiße. Okay. Okay. Interessant. Ich werde erretten, schau mal, was da drin steckt. Da steckt eigentlich schon das Isha mit drin. Ja. Ja. Der Mensch Jesus, den hat man im letzten vorhergehend selbst gesprochen. Ja, ja. Der Christus, ja, Gott, Sus, das Pferd, das Ross, groß, edel, freigeboren. Dann sie, ihnen, mit ihnen zusammen, mit den Männern zusammen. Das heißt übrigens die Zeichen. Ja, Gott. Die Zeichen werden nur von den Männern wahrgenommen, nicht von den Frauen. Die Frauen sind die Zeichen. Ja. Dann das nächste, das ist ein biblischer Eigenname, der besteht, sagst du mal, wir schauen uns hier die Grundradix an, das heißt, ich werde etwas im Geiste sehen. Ja. Wir haben hier jetzt Chaser. Ja, genau. Siehst du? Das ist Chaser, ich werde es im Geiste sehen. In der Brust. 37, 73. Ja. Die Mutterschaft, dann die El, Ide, die Spitze. Ist auch die Spitze, schau, was da steht. Eli, mein Nichts und die Spiegel der Worte. Genau. Ja. Das Credo beginnt übrigens mit Ani. Dein Glaubensbekenntnis baut auf deinem blauen Ich auf den Menschen, der du bist, unser Ani, unser kleines blaues Ich. Immer wieder Geburt, Schöpfer und die Geburt einer Spiegelung. Das ist, du wirst merken, da haben wir natürlich immer Plus-Minus-Sachen, aber was hier in erster Linie sich also hier aufbaut, ist sehr, sehr interessant. Was die Schwierigkeit ist, wenn du jetzt Worte hörst,
dieser Glaube, dass man zum Beispiel, wenn du Zeitungen lesen musst, ich sage immer wieder, es ist ja logisch, wenn ich sage, mir nimm mal Zeitung, dann sprichst du ja deine Worte in deinem Kopf und dann hast du immer ganz klare Vorstellungen. Dir muss klar sein, dass das vollkommen einseitige Interpretationen und Auslegungen von dir sind. Das ist gerade, dass ich jetzt nochmal darauf hinweise, wenn mir, ich denke mir jetzt jemanden aus in Israel, die liest eine israelische Tageszeitung. Die israelische Tageszeitung ist in keinster Weise fokalisiert. Ich kann dir das einmal zeigen, mit die Fokale, die Ausspracheregeln machen ja die Worte eigentlich zu dem, was sie sind. Ich kann eine nicht fokalisierte Zeitung eigentlich überhaupt nicht lesen, weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Ich denke mir jetzt, dass wenn in Israel einer ein israelischer Tageszeitung liest, dass das für ihn in seinem Kopf so ist wie für mich. Dann wird es für mich jetzt so sein, wobei genau genommen den ich mir jetzt denke, er als Ding an sich gar nicht anders sein kann, wie ich ihn mir denke. Ja. Er kann auch nicht anders funktionieren, wie ich mir das denke. Genau. So, und jetzt wiederhole ich nochmal. Tausendmal schon wiederholt. Als bewusster Denker ist dir klar, dass alles, was du denkst, immer in dem Augenblick, wo du es denkst, in dir zu existieren beginnt. Es wird genauso sein, wie du dir es denkst. Und es wird auch genauso funktionieren, wie du das denkst, dass es funktioniert. Ja. Ob du jetzt an einen menschlichen Körper denkst, an einen Trockennasen auf dem Körper, was denkst du dir dann in den Brustkorb rein? Hast du mal Rippen, dann zwei Lungen, ein Herz? Das ist Wissen. Du verbildest Wissen, was man dir erzählt hat. Hast du das jemals gesehen? Ja, aber ich kenne einen Arzt, sagst du. Und jetzt kommt schon das Ja, aber, habe ich gehört, ich brauche dich jetzt. Könntest du beschwören, dass in deinem Brustkorb zwei Lungenflügel drin sind und ein Herz drin sind? Niemals. Du sprichst an Meinheit. Es sind 99% von dem, was für dich hundertprozentig sicher erscheint, was für dich logisch ist, erscheint für dich sicher, hängt aber von der Logik ab, die du ja nur vom Hören sagen kennst. Du verwirklichst praktisch nur logische Konstrukte, die du dann sogar realisieren kannst auf deiner Verabredung. Ich sage, du könntest sogar die Naturgesetze verändern, wenn du das Programm im Computer veränderst. Ja. Es geht nur, dass du das einmal akzeptierst. Und wenn du an der Maschine denkst, an ein Verbrennungsmotor oder an einen Trockennasen auf dem Körper, da ist dann die Bauteile drin, die du dir reindenkst. Das kannst du natürlich nur was reindenken, wenn du es Wissen dazu hast. Was denkst du dir jetzt in deinen Computer rein? Wie glaubst du, dass der Computer funktioniert? Und ich kann mir jetzt viele Menschen ausdenken, wo ich mir denke, dass die sagen, das weiß ich nicht, da gibt es Fachleute dafür. Aber die denken sich das jetzt, weil ich mir denke, dass die sich das denken. Ja, genau. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an, dass ich hier, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese kleine Radix BD nehme. Lüge. Das ist jetzt, was du hier fett geschrieben siehst, das steht im Langenscheid. Also in unseren Deutschen, das findest du in allen, auch in Englisch, Hebräisch. Die dünner geredenen, sage ich, sind Rückübersetzungen, die sind manchmal mit drin, hängt davon ab, welche Wörterbücher du hast. So, wenn jetzt dieses Wort in einer hebräischen Tageszeitung vorkommt. Übrigens, ich zeige dir mal, der Google-Übersetzer, der macht aus dem Wort bloß das, da wird nur ein allereinziges Wort angezeigt, nämlich Stoff. Das ist jetzt der Google-Übersetzer. Okay. Wenn ich jetzt den genauer anschaue, was du feststellen, es wird wirklich nur diese Radix nur mit Stoff übersetzt, da ist nichts weiteres mit drin. Okay? Ja. Das heißt, das gilt ja für jedes Wort. Jetzt schauen wir mal, also nach Wörterbüchern, ich sage jetzt Langenscheid, abgetrenntes Alleinsein, Ast, Balgen, Erfindung, Geschwätz, Glied, Leinen, Leinwand, Lüge, Lügen, Lügner, Ölpresse, Orakelpriester, Prophet, Schwätzer, Stange, Stück, schau, der Stoff ist im Langenscheid nicht einmal erwähnt. Ja. Stück, Stuch, ein Teil, Stück, Tuch ist der Stoff, eine Tragstange, eine Trennung, ein Wahrsager und ein Zweig, Zweig und Ast. Ist natürlich schon wieder irgendwie klar. Ja. Das Grüne weise ich immer wieder darauf hin, dass es jetzt die Verwendung dieser Radix im Dennach, sprich in der hebräischen Bibel. Dennach, wenn diese Radix vorkommt, die Itzakluria Akademie, all die jüdische Kabbalisten, je nachdem, wo das steht, wird es einmal als Absonderung, als Stange, als Tragstange, als Leinenglied, Riegel, Körperglied, Gerede, Geschwätz, leinenes Kleid, Baum, Ast, Zweig, Ast, Trieb, Schwätze, Lügner, Wahrsager, abgetrennter Teil, für sich, allein, besonders, gesondert, beiseite übersetzt. Das sind die Formen, wo es dann im Kontext vorkommt. Jetzt frage ich, kann man überhaupt eine Tageszeitung in Israel lesen?
wie unendlich vielfältig ist der Text. Du wirst, wenn du liest, so wie du jetzt was liest, für dich ist ein Wort, bedeutet das, was du auch innerhalb dieses Kontexts draus machst. Ja. Und du wirst feststellen, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das zu variieren. Sobald ich den Sinn dieser Zeichen variiere, im selben Moment kriege ich komplett andere Informationen. Ja. Dann fange ich eigentlich schon an, das Ausgedachte zu verändern. Ja. Jetzt gesteh dir mal ein, schau ganz tief in dir rein, hast du bisher nicht in dem Wahn gelebt, wenn du irgendein Buch liest oder Tageszeitung liest, dass das, was du aus den Worten für Vorstellungen machst, wenn es eine Tageszeitung oder ein Geschichtsbuch ist, dass das da außen auch so ist oder so war, bevor du es gedacht hast? Und zwar genauso, wie du das jetzt dir vorstellst, aufgrund, wie du die Worte auslegst. Ja. Wenn das natürlich bloß ein Roman, ein Science-Fiction-Roman oder eine fiktive Geschichte ist, dann denkst du dir auch deine Auslegung, aber da ist das da außen natürlich nie so gewesen, weil das ja nur eine Fantasiegeschichte von dem, der das angeblich in der Vergangenheit geschrieben hat. Den denkst du dir aber auch bloß jetzt. Ja. Das ist ein ganz simples Prinzip. Ja. Und ich sage nochmal, alles, was ich erzähle, wenn du den Gedankengang mitgehst, kann jeder 13-Jährige mit seinem jetzigen intellektuellen Wissen sofort überprüfen, dass das hundertprozentig sicher genauso ist. Ja. Und jetzt musst du das dann mal dich auf Null setzen. Ich könnte jetzt wieder sagen, jede Kleinigkeit, wenn wir die genauer geben, das Leben egalisieren, wenn wir mal sagen, das ist doch egal. Was bedeutet eigentlich egal? Exkal. Schauen wir mal, jetzt kommt natürlich, hat so der DBDS natürlich, ist er nicht da. Doch, jetzt ist er da. Schon mal ganz interessant, das Wort egal, dass da zwei Bedeutungen gibt. Und ich denke mir jetzt, ein Großteil der Menschen kennt zwar die erste Bedeutung, gleichartig, gleichgültig, damit schon das Egalisieren. Vom zweiten egal wissen die wenigsten was. Das heißt nämlich hier immer. Mhm. Besonders ostmitteldeutsch salopp immer. Mhm. Naja. Das Wort egal kommt von gleich. Das beginnt schon mit ihr. Wir wissen, das heißt eine Welle. Ich sage der Wellenberg und das Wellendal. Der Geist, der auseinandergeschmissenes Ich wird. Gele, unser Geist wird zu einem auseinandergeschmissenen Ich. Das kann man natürlich rot machen, als ICH, JCH rot lesen, oder wir können das Ich blau lesen, dann ist es hier der Mensch und sein Körper, an den er denkt. Das haben wir dann das Gall, du hast immer die Welle auch in den gleichgültig, Gül. Das hat alles mit Gedankenwellen zu tun, weil nämlich E lateinisiert ex Gall heraustreten ist. Ex Gall. Ein Heraustreten einer Welle. Mhm. Wir können natürlich auch E Quadrat ist der Geist von Gott, von nichts. Das ist rote. Bist du dabei? Ja. E steht immer E Quadrat. Wir können auch ein E setzen. Die Quintessenz ist der Geist Gottes. Ja. Dasselbe Wort heißt nichts. Ja. Wenn wir da jetzt, wenn wir jetzt reinfahren, kommt fortwährend im Meer. Darum ist es auch, hier wird es auch immer übersetzt, ein gleichförmig, ohne Unterschied, ohne Unterbrechung. Aber der Unterschied muss sein, weil wir einen Unterschied brauchen in einer Welle, wobei die Welle wieder ein Konstrukt aus dem Einheitskreis ist. Da kann ich immer wieder bloß drauf hindeuten. Und das Ganze, und jetzt, ich baue übrigens auf unserem letzten Selbstgespräch auf, dass das hier auf dem Lateinischen Equalis kommt. Jetzt ist natürlich ganz interessant, dass wenn man das A, E, könnt ihr euch erinnern, was ich im Lateinischen? Das Pferd. Das ist ja die Stute, Equus ist das Pferd. Genau. Ja. Ja. Und es führt uns jetzt zum Reiter. Da habe ich nämlich nicht weitergemacht. Groß, Ross. Ja. Das kommt, da kommt der Equalizer in der Technik her. Das sind diese Regler, die Reiter, wo man alles gleich machen kann. Ja, ja. Genau. Reih. Unser Reih, unser Spiegelkopf, der Schöpfer Gottes und seine Reihe. Darum ist Equus ist das Ross. Da kommt dann der Sus, der Jesus. Ja. Die Reiterei. Dann haben wir hier Equus Esther. Das hat was mit Exkal zu tun. Ja.
Das hängt da mit drin. Das ist der Equalizer. Mhm. Jetzt haben wir aber da unser Qua. Wenn wir das E rausschmeißen, ist Aqua. Genau. Ich sage immer wieder das A, Qua. Ja. Wissen wir, das ist das Wasser. Ja. Wenn ich natürlich wisse, dass das Qua eine Unterform, wenn ich das wegmache von Quiz. Ja. Das ist wer, welcher, welches? Mhm. Bezug auf Wall. Kommst du dann ins Ruhende? Und zwar müssen wir da ein Es dranhängen. Ihr wisst, wenn ich Es mache, immer E-Quadrat ist Bewusstsein. Ja. Qui Es. Und wenn du dieses Qui Es bist, kommst du in die Ruhe. Ich schreibe immer E-Quadrat. Das ist, sind wir zwei, wir praktisch als eins. J-C-A, I-C-A, der vom Bücherregal und der das Buch liest. Wenn du dich mit mir verbindest, dann wirst du zu diesem einen Bewusstsein, dann sind wir die Energie und die bewegt sich ja nicht. Die bleibt ja immer gleich. Die kann weder vermehrt werden noch vermindert werden. Das ist aber auch methodistisch dann der ewige Schlaf. Das ist diese ständige Umformung unserer 200 Gramm roten Nebe. Mhm. Yeah. Und das erzeugt dann einen DR, einen generierten Traum, TR. Mhm. Yeah. Ein Traumbild, Biele, das heißt im Kind. Mhm. Beziehungsweise eine Traum-GE-Quadrat-Sicht. Mhm. Das ist die vollkommene Sicht. Mhm. Aus dem eigenen Schweigen heraus, schwach heißt nichts. Das Nichts ist jetzt dein eigenes. Und wir wissen, dass dieses Schwa, Shinwe, auch Shinwea, das kann man wieder negativ lesen, ist eigentlich die Nichtigkeit, das absolute Nichts. Ja. Wenn wir es dann blau machen, wird es dann zum Zündel, das kann man Schwa, das ist auch ein Vokalzeichen, die Nichtigkeit, führt uns dann zwangsläufig zum Adam. Ja. Darum heißt er auch hier das Stille, das Ruhige. Mhm. Ja. Das Röden, das ist, du kommst dazu hier in das Schweigen, Edom, das sind die ganzen Unterformen. Ja. Das ist einmal dieses Spiel. Und du kannst jetzt in der Auslegung, da gehen wir jetzt auch ganz, fällt mir jetzt gerade ein, wir machen das sehr spontan. Ich fange mal hier die Schriftauslegungen. Das ist jetzt nur in Bezug auf die Dora, jüdische Schriftauslegung des Mittelalters. Wenn wir jetzt den deutschen Text, wir schauen uns mal den deutschen Text an. Das ist natürlich jetzt immer, das erzeugt Raumzeitlichkeit. Der wohl einflussreiche Religionsphilosophie des jüdischen Mittelalters, der Maimonides, da gibt es einen Zehner Maimonides, ein wundervolles Buch, habe ich öfter darauf hingewiesen. Ja. Das heißt eigentlich, wenn ich das so stehe, schon wieder vom Schöpfergott, von nichts. Ja. Immer daran denken, was du denkst, denkst du jetzt, du kannst dir das in die Vergangenheit denken, wenn du das bewusst machst, ist es okay. Mhm. Das macht aber von die ausgedachten Menschen machen das nicht bewusst. Wieso machen die das nicht bewusst? Weil du der Erste sein musst, der das wissen musst und erst dann kannst du dir welche ausdenken, die das bewusst machen. Richtig. Aber selbst wenn dann du dir welche ausdenkst, die bewusst denken, kriegen die trotzdem nichts davon mit, weil den Traum erlebt bloß der Denker, der Geist, der träumt. Ja. So, und da haben wir jetzt die acht Grund, die achte Grundlehre besteht darin, das ist ja interessant, die R wissen wir, die Öffnung einer Berechnung einer intellektuellen Existenz, dass die Dora, das heißt der Reihe vom Himmel, das ist schon wieder, Haim ist das Meer. Ja. Das Meer von Gott, können wir lesen. Ja. Das bedeutet, wir glauben, die Welle ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität und das ist die Beschwörungskunst. Dass die Gesamtheit dieser Dora, die sich in unseren Händen befindet, die Hände sind die Jotim, die intellektuellen Öffnungen. Ja. Jot, die Hand, Jotim, die zwei Hände, das heißt eine intellektuelle Öffnung des Meeres. Ja. Lass, ich weiß, wenn man das nicht laufen, Margot-Programm sagt ja. Viele andere Programme sagen ja. Das ist, darum ist es Rot-Blau-Lesen. Das ist J, dieses Hebräische ist ein hebräisches Wort. Das heißt, zuerst einmal in der Regel heißt es Hand. Das ist einfach nur eine intellektuelle Öffnung, intellektuell geöffnet. Wenn wir es rot machen, ist es Gott in Gott geschlossen. Mhm. Schau das kleine Bild an.
Das ist eine intellektuelle Öffnung und das ist geschlossen. Das ist ein Gedankenwille. Jetzt muss ich aber wissen, dass wenn sich jetzt die zwei öffnen, brauche ich die ja positiv, die ja negativ 4. Darum ist es die 1/4-Struktur. Genau. 1/4-Struktur ist unheimlich wichtig, Weinrib lesen. Ja. Bezug jetzt auf die Dora. Ja. Und das beginnst du plötzlich, pass auf, ganz, ganz interessant, das passiert B-Reichet. Im Kopf der Schöpfergottes, beziehungsweise im Spiegel, ist eine Kollektion. Das ist immer die 1/4-Struktur. Genau. Ja. Ah, ja. In B rot geschrieben, B-Sitz heißt, in dem sitzt du im Zentrum. Das ist dann, wenn wir unseren Einheitskreis machen, ist es genau im Zentrum des Kreuzes. Ja. Das ist dann ein Denkmal. Das ist dein Denken von Gott. Ja, genau. Weil Gott lässt dich denken. Ja. DNK, dein Urdein. Dein Urdein von Gott, ein Urdein wie dein Urdein von Gott. Ja, genau. Wird interessant. Mhm. Die wahrgenommene Schöpfung ist die existierende Öffnung, das heißt Auf- und Abschwingen hebräisiert. Mhm. Genau, ganz nebenbei, der Spiegel in der Mitte, die Reihe, drei, drüben drei. Schön. Die Reihe, schön. Muss man nicht wissen, wenn ich jetzt auch drei, da steht doch vier. Ja, drei, vier. Die Reihe heißt vier Spiegel. Mhm. Das ist einmal das Erste. Und wenn ich die zwei Hände mache, kommt der Yom-Endung, diese Dual-Endung im Hebräischen drauf, was auch mehr heißt, die intellektuelle Öffnung des Meeres, kann ich jetzt lesen, das sind die zwei Hände. Ja. Aber ZW hast die Geburt von was doppelt aufgespannt und das Ei, wenn ich mit 70 schreibe, dann ist das der Augenblick deines Intellekts ist zwangsläufig immer ein Trümmerhaufen. Mhm. Ja. Aber Trümmerhaufen wiederum, die RÜ, mit dem Waff hingelesen hast, meine Reihe besteht aus zwei MM, die erweckt werden. Das sind die zwei Gestaltwertungen. Das passiert in jedem Morgen. Das fällt jetzt in dir, weil das letztendlich diese Fehler, schau bitte das kleine Bild an, die zwei, die fällen jetzt und das sind die Flecken, das sind, genau genommen sind das die Blickwinkel, die Ecken, wo du reinschaust. Ja. Das Ganze führt zu einem Gebrechen. Wie oft habe ich das schon gemacht? Ich zeige es nochmal. Jetzt hast du wieder einen Schwall an Auslegungen, wobei jetzt diese Becken AGN hebräisiert sind die Becken, BR, heißt das Äußere ist das nochmal eine Aue, eine Fläche, wo wir unsere zwei einen Buckel herausholen. Du bist dabei, BR heißt das Äußere. Aue ist übrigens KR wie berechnet. Ja. Die Aue, das heißt wie berechnet. Ja. Merkst du jedes Wort? Ja. BR Aue heißt KOR, ist wie berechnet, ist zuerst ein Buckel vom Schild. Das ist der Magen David, Chi-Ilet, die Logik des Kindes erzeugt einen Buckel, das ist eine Erhöhung. Die Erhöhung braucht eine Erwiderung in einer Felge, das dreht sich, dieses Gewölbe, denk an dein Gesichtsfeld, fällt jetzt nach unten in diese Heu, ich könnte sagen heute Schinnerrege, dann kriegst du die Rückseite von der Erhöhung, das geht an die Rückseite, Sockelsumpf geht runter in die Vertiefung, das beschreibt eine Sinuskurve, weil aus dem Geist waren jetzt zwei. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Das ist kein willkürliches System. Ja, ja. Das heißt, das war jetzt nur, ich habe nur kurz die Hände, die J im Umsatz. Also was siehst du, wenn du das liest? Was machst du draus? Du kannst schauen, was du draus machst, nämlich das, was du siehst, wenn du was liest, aber was siehst du nicht? Ja. Du hängst so in ein Nichts von einseitiger Auslegung. Befindet sich durch Mose, das ist übrigens ganz interessant, der Mosche, der schreibt sich ja so, heißt auch, es wird etwas aus dem Wasser herausgezogen. Aus dem Wasser herausziehen. Was siehst du aus dem Wasser heraus? Die ganzen Erscheinungen. Deine Gedankenwellen. Die ganzen, ja, genau. Das sind deine Gedankenwellen. Das übrigens sind hier wiederum, führt dich dann auch wieder zum Lamm. Ja. Zum Lamm. Was ja dann wiederum La-MM auseinandergeschmissen, 2 MM, Wellenberg und Wellental. Ja. Ja. Über, doppelt aufgespannt, Polar erweckt, bewegt BR das Äußere, mit L. Mit L, genau. Übermittelt wurde. Weil das ist unsere darüberliegende Nulllinie. Erinnert dich an mein schönes Zeichen, wo ich sage, nicht das so denken, sondern es entspringt ja Wellenberg und Wellental aus dir. Du denkst ja beide aus. Ja. Wir sind in dem unliegenden Mittelpunkt. Ja. Und das sich gänzlich aus dem Munde der Gottheit. Was ist die Gottheit? Mhm. Das bist du. Was?
Er, der sich's ausdenkt, der träumende Geist, ist der Schöpfergott für die Welt, die er träumt. Er schöpft die aus sich, creatio ex nihilo, heraus. Und wieso passiert das aus dem Munde? Weil das Wissen, das er wahrnimmt, P ist das Wissen und das ist die Wahrnehmung. Die Weisheit ist die Quintessenz. Ja. Dasselbe Wort hast hier. Genau. Aus dem Mund, aus seinem eigenen Hier. Hier, drittes Herr vor HR, heißt übrigens Berg. Ja. Nur nie gesehen, gell? Ja, super. Das ist jetzt der Berg. BAG wieder hebräisiert, heißt immer Weggeist. Ja. Wenn man den Hintergrund nicht kennt und jetzt hängt wieder davon ab, du hörst Worte, denk an das Anfang des Gesprächs. Du hörst jetzt Worte, was machst du aus dem Wort? Ja. Ich gehe jetzt darüber hinaus, ich zeige dir, dass da noch viele andere Perspektiven mit drinstecken. Und du wirst es irgendwann einmal lernen müssen, hier und jetzt, sonst wirst du dich nicht geistig weiterentwickeln. Ewig bist du so und so, wirst du ewig ein Hosenscheißerkind sein? Ich wiederhole es so lange, bis du dich eines Besseren, eines Vollkommeneren besitzt. Jedes einzelne der Worte. Einzel. Das ist der Schatten. Ja, genau. Geöffnete Berechnungen sind doppelt aufgespannte Orte. Das sind Gedanken. Von ihr enthält Weisheiten und Wunder für den, den Gott verstehen gelernt hat. Gelehrt hat. Aber das Endmaß ihrer Weisheit wird nie erreicht. Sie ist länger als die Erde und weiter als das Meer. Das heißt, versuch nicht, du kannst immer wieder eins drauf machen. Es ist ein Nichts, selbst das Solo-Feeling ist ein Nichts. Das ist, ich sag, Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung, dich auf was neugierig zu machen. Ich kommuniziere mittlerweile nicht einmal mit einem Säugling, sondern mit einem Embryo in der Matrix. Du hast ja die Matrix noch gar nicht verlassen. Das ist das Spiel. Ja. Johannes Evangelium. Der Nikodemus, Meister. Wann betrete ich das Reich Gottes? Wahrlich, ich sage dir, Nikodemus, bevor du nicht vom Neuen geboren wirst, du musst das einmal, ich kann doch nicht wieder zurückkriegen in den Leib meiner Mutter. Ich sage, du bist mit drin in der Matrix. Solange du dich noch mit einem Gedanken von dir verwechselst, mit einem Brösel. Du bist der, der sich den ausdenkt, der sich die ganze Menschheit ausdenkt, der sich das heliozentrische Weltall ausdenkt, der sich ein Universum ausdenkt, und du meinst, das ist da außen und du hast damit nichts zu tun. Ja, genau. Du bist so unendlich geistlos geworden durch deinen jetzigen Glauben, den du dir nicht raussuchen konntest, dass du felsenfest davon überzeugt bist, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Lass es auf dich wirken. Wer denkt sich die Erdkugel aus? Das bist doch du. Aber du lebst in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit der Erdkugel nichts zu tun, die du jetzt denkst aufgrund dieser Worte. Im Anfang war das Wort. Und da das ein Computerprogramm ist, erzähle ich dir jetzt etwas. Das sind eigentlich Zahlen. Da muss man aber wissen wieder, was Zahlen sind. Ja. Okay? Ja. In diesen wenigen Sätzen ist das grundlegende Wesenszug des jüdischen Denkens angezeigt. Diese Juden sind auch bloß was Ausgedachtes. Das ist übrigens J, die 10. J, Jud geschrieben. Das ist das hebräische 10. Zeigen. Und dieser kleine Jud fängt an zu ischen, zu schlafen und etwas, was Kind denkt. Genau. Nämlich die Annahme, dass die Heilige Schrift göttlich und jegliche Wahrheit in ihr verborgen sei. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Ja. Aber jetzt kommt schon wieder das Problem, sind die biblischen Bücher von der Antike bis zur Neuzeit. Es ist halt dieses zwanghaft chronologische Denken. Du kannst nur hier und jetzt denken. Du kannst hier und jetzt räumlich und zeitlich wo was hindenken. Es ist trotzdem nur hier und jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Ob das dort ist, wo du dir es hindenkst, ob jetzt ein Udo, den du dir jetzt denkst, in Weißenburg sitzt, oder der Eiffelturm in Paris stehst, ist eine reine Glaubensfrage. Beschwören kannst du das nicht? Das sind logische Konstrukte. Da gibt es eine zentrale Konstante. Und diese zentrale Konstante ist wie ich dich. Das ist der Mittelpunkt. Ja. Und der einzige wie JCH dick in der Mitte, im Zentrum des Kreuzes, der Vater, der Bader, die Patrone, ruft dich hin. Ins Zentrum.
Diese zentrale Konstante, durch die juristischen Erweiterungen, gesellschaftliche Wandlung, philosophische Hypothesen oder auch mystische Spekulationen, Spiegelungen. Genau. Legitimation erhalten. Die Bewahrung und Weitergabe der hebräischen Bibel von Generation zu Generation, das klingt schon wieder nach chronologischem Ablauf. Generationen sind etwas, was sich um den Mittelpunkt dreht. Sinusgenerationen sind chronologisch raumzeitlich vorgestellte Wellen, die sich aus einem Einheitskreis herauskonstruiert werden, die im Einheitskreis selber nur absolut gleichzeitig da sein, die Winkelfunktionen darstellen. Mhm. Wo ich immer nur gewisse Facetten herauskonstruiere. Auf die nächste, in ihr unveränderte Form. Es sind Variationen von Variationen. Ich könnte jetzt nur sagen, wir denken uns erst einmal die 200 Gramm rote Gnede, der ich unendlich viele Formen geben kann. Und genauso kannst du dir einen träumenden Geist denken, der unendlich viele Formen annehmen kann. Oder ein Computer, der unendlich viele Bilder und Geräusche wiedergeben kann. Aber was er wiedergibt, hängt ab von der Programmierung vom Programm, das er zum Denken benutzt. Ja. Es hängt davon ab, was für Programm, was für Betriebssystem, was für Software und was für Daten er zum Denken benutzt. Mhm. Und das Internet ist Gott. Alles kommt aus diesem Innersten. Ja. Internet, der innerste Punkt. Ja. Das ist, darum ist ja dieses Internet, ich weise so oft darauf hin, das erste Hauptwort für Zeit. Mhm. Das ist ein Zeitpunkt. Mhm. Dieser Zeitpunkt, den nennen wir Ewigkeit. Das ist das ewige Hier und Jetzt, das ewige Jetzt. Da ist alles in einem Punkt. Was passiert, passiert jetzt. Wenn es passiert, passiert es nun. Das heißt, es waren zwei Existenzen aufgespannt. Das hast du mal Wellenberg und der Wellendorf. Ja. Und das ist der eine Zeitpunkt, in dem sich alles abspielt. Darum ist das Ed rot geschrieben, ist die Quelle des Immer-Daseins. Das ist das Bewusstsein ist nichts. Geschlossene Schöpfung ist Bewusstsein, das ist nichts. Das ist das absolute Ein-Sub, das absolute Ende. Das ist das Bewusstsein von UB. Existieren tut erst was, wenn du zum Träumen anfängst. Dazu muss man zuerst einmal JCA, ICA verstanden haben und dann wird man zur Quelle, die geistige Quelle. Und wenn wir es blau machen, ist es dann eine augenblickliche Erscheinung. Mhm. Aber die AGN, wissen wir, ist dann schon wieder ein Beckenblick. Das Augen. AGN hebraisiert. Das sind die Polarnecken. Ja. Wie so ein Krempel, weil da was umgekrempelt wird. Das ist dann immer das Umdrehen in der Ecke, wenn du in das Spiegeleck reinschaust. Ja. Da ist Ivri. Ja, schön. Wir sind jetzt hier, der vierfache Schriftsinn, da will ich jetzt nicht weiter drauf reingehen. Das sind den Worten, was vielleicht nur interessant ist, diese enigmatische Parabel. Was ist eine Peter, was ist eine enigmatische Parabel? Sagt ihr das Wort? Enigma? Enigma, ne. Das ist doch die Enigma. Das ist die Entschlüsselungsmaschine. Diese Codemaschine. Codemaschine, ja. Das schreibt sich übrigens im Griechischen, das ist jetzt auch so eine interessante Sache, das schreibt sich eigentlich Ain. Auf Griechisch. Ain Nigma. Mhm. Halt, den haben wir schon. Jetzt muss ich zurück. Das ist das einmal, diese Vorsilbe, ein Neo kommt Schrecken. Logisch berechnete Ecken. Siehst du das? Und da kommt jetzt ein Enigma. Ja, ja. Das ist eine dunkle Rede, Rätsel, rätselhaft reden. Dunkle Reden. Und zwar in China-Ecken, in Schrecken. Das ist diese logisch berechneten Ecken. Ein, wissen wir, ist ja nicht existierend, hebraisiert. Ja. Dieses Nicht-Existierende ist was Dunkles, das Nichtwissen. Ist ja auch das Nichtwissen, ist ja die Dunkelheit, das ist ein Chaschak. In Rätseln, Dunkeln sprechen. Das ist eine Parabel. Bietet viel Raum für Spekulationen, für Spiegelungen in den Ecken. Denke mal an unsere Blickwinkel, du musst immer im Hintergrund unsere Tetraederstruktur, Spiegelstruktur haben. Hypen 3 und Rüben 3. Ja. Da gibt es jetzt vier Auslegungen von dieser heiligen Schrift. Das ist erst einmal der Beschat. Das ist die einfache, bezeichnende, die wörtliche Bedeutung der Bibel. Das ist nichts sagen, das ist einseitig ausgelegt.
Das wäre jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht und du hast keine Ahnung von dem Sprichwort. Dann sagst du, was ist das für ein Blödsinn, der Krug kann doch nicht laufen. Dann kommt Remetz, die zweite Auslegung für allegorische Auslegung. Dann kommt der Darasch, das ist jetzt interpretative, erzählerische Methode. Und dann kommt das eigentliche Vier, die rote Vier. Das ist das Sottes Geheimnis. Ja. Mhm. Und da gibt es so viele verschiedene Auslegungen. Ich sage immer wieder, die sind alle richtig. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt. In dem Moment, wo es gedacht wird, wird es gedacht. Ja, jetzt ist natürlich, dass du das verstehen musst. Und jetzt komme ich auf das Wesentliche zurück. Egal welchen Menschen du denkst, der existiert in dir, wenn du ihn denkst, und der wird das denken oder gedacht haben, was du jetzt im Maße zum deines Schwamminhalts, deines fehlerhaften Wissens glaubst, dass er gedacht hat. Mein berühmtes Ja, was denken dann die Leute von mir? Das ist so ein Ding, das ist dir auch schon gebrochen. Was denken dann der von mir? Das, was und dann konstruierst du die in die Kiste, in den Kopf, den du dir jetzt eindenkst, dein Wissen rein und du meinst, du hast nichts damit zu tun, was der von dir denkt. Eigentor. Du meinst, du hast nichts damit zu tun, was ein Trump denkt oder ein Putin denkt. Die existieren in dir nur, wenn du sie denkst und dann werden die so sein und das denken, was du denkst. Das ist das, was ich immer Handwichserei nenne. Du baust vollkommen unbewusst Gedankenblasen auf, wo du dir irgendwann einmal bewusst machen musst, das ist jetzt nur hier und jetzt und es ist, weil ich es denke und es ist genauso, wie ich es denke. Ja. Das gilt auch für Corona. Ja. Eben. Irgendeine Streiterei, ob das da außen ist oder ob das nicht da außen ist. Es ist der Bruch des zweiten Gebotes und deshalb leidest du. Wo sind deine ganzen Pfarrer? Was ist all das, deine Theologen, wo sind denn die? Es sind die, glaube ich, Materialisten. Was ist mit dem zweiten Gebot? Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen, da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Was ist mit dem heiligen Stuhl? Die haben eine eigene Standwarte im Vatikan. Ja. Es geht um Macht und Geld. Ich demonstriere dir in deiner Traumwelt eine unendliche Geistlosigkeit von dummen Affen. Wenn die jetzt ein eigenes Bewusstsein hätten, leben sie in dem Wahn. Das denke ich mir natürlich jetzt, dass sie vernunftbegabte Säugetiere sind. Vergiss es. Ich weiß, dass es extrem hart. Ja. Nein. Du musst auch wissen, da gibt es auch da außen gibt's auch keine Türken und keine Chinesen. Es hat auch nie in der Vergangenheit an Jesus gegeben. Ja. Sag, es gibt einen Roman, Jesus, eine Geschichte, die kannst du jetzt laufen lassen. Und wenn du der Leser bist von diesem Roman, das wäre jetzt ein neues Videospiel, wo drin ist, haben wir viele KIs, es ist abhängig davon, ob du jetzt die Hauptrolle, den Jesus spielst, oder ob die Hauptrolle der Judas ist, oder der Petrus ist, oder sonst jemand ist. Weil in dem Buch, in dem Konstruktprogramm erkläre ich immer wieder, sind unheimlich viele KIs und eine davon machen wir zum Spieler, zum Protagonisten und im selben Moment sind die anderen die Antagonisten. Es bleibt dasselbe Konstruktprogramm. Darum ist diese Metapher der Videospiele so unheimlich lehrreich. Ja. Alles, was in dir auftaucht, ist da, dass du was lernst, aber in einer metaphorischen Form. Ja, deswegen ist es... Enigmatischen Form, könnte ich jetzt sagen. Wir haben das Enigma rätselhaft und dunkel verborgen. Ja. Das kannst du entschlüsseln. Das ist das Spiel, das ich mit dir spiele. Ich mit meinen Geistesformen. Passieren kann euch nichts. Also dir jetzt. Das ist schon immer die Mehrzahl von Geistesformen. Es gibt eigentlich keine viele Geistesformen. Im Traum gibt es bloß einen Geist. Das ist ein Geistesform und er hat seine eigene Traumwelt, die er in sich erschafft. Und wo er hier die Protagonistenrolle spielt in seinem Traum, wenn man jetzt das als hyperrealistischen, ein Avatar. Ja, genau. Aber bist du schon ein Avatar, eigentlich ein Inkarnierer, der da ist, um die anderen wach zu machen, oder bist du noch einer, der wach gemacht werden muss? Jetzt das. Also mach dir da keine Gedanken. Lass es geschehen, lerne das Einverstanden sein. Lerne eine intensive Selbstbeobachtung. Das ist wichtig. Mach dir jeden Moment bewusst, was ist jetzt da und wie interpretiere ich das. Das ist wichtig. Was ich immer wieder sage, und jetzt schau in dich rein und sei vollkommen selbstehrlich, was glaubst du eigentlich? Ja. Egal, welche Rolle du spielst, und da kommst du an den Punkt, dann kannst du die Rolle nicht mehr spielen, dann taugt Angst in dir. Wenn du merkst, nur dieser Satz, alles, was du deinem Nächsten tust,
tust du dir selbst an, weil du sämtliche Rollen spielst. Wenn du einen bescheißt, bescheißt du dich selbst. Du wirst das Leben durchleben, wo du dann von dir selbst in einen anderen Charakter beschissen wirst. Und wenn du dann hilfst, dann hilfst du ihm. Jetzt natürlich durch diese Zerrissenheit, wo ich jetzt in der Flüchtlingskrise zum Beispiel die Gutmenschen so, dass die gar nicht feststellen, dass sie in ihrer einseitigen Konzentration was Gutes tun zu wollen, im selben Moment natürlich im selben Maß, wo sich die aufopfern für Flüchtlinge, im selben Moment Feindbilder entstehen, was negative entstehen, nämlich die damit nicht einverstanden sind, dass hier Flüchtlinge reinkommen nach Deutschland. Und sie schaffen Flüchtlinge. Aber das ist doch schon wieder eine ausgedachte Welt mit innen, ein ausgedachtes Innen und Außen. Genau genommen spitze ich das alles nur in einem ständigen Wechsel in den Kopf ab. Ja. Ja. Und nur dann, wenn diese Themen für dich von in der Esse, inneres Sein sind. Wenn für dich was nicht von in der Esse ist, existiert es nicht, weil dann denkst du es nicht. Also ich mache wieder mal so einen Schicksalsschlauch, dass ich dir was einspiele. Wenn aus nichts dann ein Schicksalsschlauch kommt, warum muss das jetzt passieren? Es war doch alles so gut. Ja. Ich sage, wenn was gut ist, ist es nicht schlecht. Auch wenn was immer gut ist, es gibt nicht mehr gut, gibt es das rote Gut. Ja. Das ist unser Deof. Aber schon das Wort, das hebräische Wort gut, ich habe es so oft gesagt, das schreibt sich in unserer Blauschriftweise gemischt, beginnt es mit einer neuen, mit einer Spiegelung. Ja. Und dann kommt ein Waff. Spiegelung ist aufgespannte Polarität. Das ist 9-6-2 das hebräische Wort für gut. Ich kann aber auch lesen, G, das deutsche Wort gut, der Geist wird zu einer aufgespannten Erscheinung. Ja. Eben. Oder zum Verbundenen immer sein, wenn ich das UD rot mache. Das ist eben die 16 Perspektiven. Ja. Dass dir mal bewusst war, dass du beim Wort immer wirklich im ersten Moment nur eine einzige Auslegungsform hast. Denk wieder an unser BD, an unseren Stoff. Ja. Du nützt dir diesbezüglich zur Einzelübersetzung zum Beispiel im klassischen Sinn der Google-Übersetzer überhaupt nichts, weil bei hebräischen Wörtern ist meistens nur eine Übersetzung und wenn du in Wörterbüchern reingehst, hast du hier seitenweise teilweise mit der Form in die angezeigt. Oh, ja. Und die wiederum sind auch wieder bloß fokalisiert gesehen, einseitig ausgelegt. Mhm. Aber ich erkläre dir mit Holofeeling, dass da ein Kontext im Hintergrund steht. Ja, das ist es. Denk an das EB, dass hier wirklich die Ausbuchtung in dem Becken, dass hier einfach eine Sinuskurve beschrieben wird. Ich zeige dir das auch jetzt bei den Lügen und bei dem Geschwätz und bei dem Zweig. Überall. Beim Linnen, beim Leinen, wieso ist der Stoff plötzlich das Leinen? Stoff, schon das Wort Stoff. SD, machen wir einfach mal eine raumzeitliche Erscheinung, ist ein O von 2FF. Mhm. Jetzt ist off im Englischen, heißt ja aus. Mhm. Was verstehe ich bei dem Wort aus? Off von zwei Facetten, die gehen aus dir heraus oder sind sie weg. Aber plus 5, minus 5 ist beides. Sobald ich plus 5, minus 5 denke, ist es ja eigentlich nicht. Ja. Das ist wie mit weg. Rede ich, es ist von mir weg oder es ist weg. Das geht ja auch für aus. Es ist aus mir heraus oder es ist aus. Aus und weg ist im Prinzip fast dasselbe. Off. Ja. Das ist das vollkommene Sehen. Schön. Super. Ich habe jetzt hier, wir hatten reingestellt, wo mein Holger wieder nicht ganz geschalten hat, da war das Wort Zapper. Mhm. Das englische Wort Zapper. Wenn ihr euch erinnert, habe ich das gemacht. Zapper. Genau, Zapper. Das Doppel-F, dass ich da das Opfer, dass da das Opfer mit drin steckt. Ja. Das ist, du musst nur schauen, wir können ja das B und das F kannst du ja austauschen, das O und das U kannst du austauschen. Genau. Diese Fähigkeit, aus ein und denselben Wort viele Möglichkeiten, die gleichzeitig zu sehen, das geht nur in dem Chat-Denken, wie ich das sage. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur sage, weißt du, was eine Küche ist, dann sagst du ja. Jetzt einmal einfach gedacht an der Küche, ein Bild kannst du davor nicht machen, was gehört da alles dazu? Ja. Das kannst du jetzt unendlich vielfältig ausgestalten und umformen. Das ist die Erkenntnis, dass in einem einzigen Wort unendlich viele Bilder drin sind. Ja. Wenn man das ausreizt in einem geschriebenen oder gedachten Wort, sind unendlich viele Bilder. Das Wort Mensch, wie viele Bilder kannst du aus dem Wort Mensch generieren? Oder aus dem Wort Stadt? Mit den Untersystemen der Häuser, der Straßen, der Wohnungen, der Küchen? Endlos. Das sind riesengroße Ordner. Ich kann wissen, was es ist. Darum sage ich, Gott ist dasselbe wie Wetter. Wieso? Ich sage zuerst einmal, beides ist ein Wort. Gott ist ein Wort und Wetter ist ein Wort. Mhm. All die Beispiele von mir.
Und was denkst du bei dem Wort Wetter? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du noch nie Wetter gesehen hast? Ja. Die Bilder, die du siehst, wo du jetzt Wetter zuordnest, Sonnenschein, Regen, Schnee, Graubel und so weiter und so weiter. Diese ganzen Bilder, die jetzt vorgestellt werden können, sind alle in dem Ordner Wetter drin. Wetter selber, dem Ordner selber, die hydrologischen Typen nenne ich das immer nach Russell. Jetzt ist natürlich die Frage, hat jetzt das der Russell vor mir gedacht? Ich sage dir, es gibt nichts, so ja. Den du ausdenken könntest, der irgendwas gedacht hat, bevor du es nicht zuerst denkst. Ja. Wohlgemerkt nicht chronologisch, sondern hierarchisch. Ja, genau. Das ist hundertprozentig sicher, wenn dir das einmal bewusst wird. Es gibt nichts und niemanden, den du denken könntest, der irgendetwas weiß, was du nicht weißt. Ja. Du musst nur akzeptieren, dass du jetzt ein träumender Geist bist. Und warum? Dass du dich selbst in deinem Traum personifiziert wahrnimmst. Als ein Brösel und der Film bröselt. Du darfst jetzt aber nicht den Fehler machen, diese Erkenntnis auf diesen Brösel zu beziehen, dessen Rolle du spielst. Von dem rede ich nicht. Ich rede immer von dem Geist, der träumt. Ja. Ja. Es gibt nicht so niemanden, den du denken könntest, der mächtiger ist wie du. Weil du würdest einen Gedanken, der von dir erschaffen wird, in Bezug auf Menschen jetzt, geschöpft, aus dir herausgeschöpft und vorgestellt wird, würdest du mehr Macht zusprechen wie den Schöpfer, der du letzten Endes selbst bist, wenn du ein träumender Geist bist. Schizophrenie. Das klingt extrem hart, da sträubt sich alles, wenn der Zweite noch in dir drin ist, deine Logik, diese falsche Vorstellung von Demut, das ist ja Blasphemie. Ja. Ich sage, wenn solche Figuren, wenn ich die jetzt in dir auftauchen, das merkst du, wie geistlos die eigentlich sind. Allerdings. Und das musst du nicht, wohlgemerkt, du musst keinen Gedanken von dir von irgendwas überzeugen. Du musst das erkennen, inwieweit sind es noch Spiegelbilder von meinem eigenen Charakter. Ja. Genau. Es ist ein harter Kampf. Es ist wirklich ein harter Kampf. Ja. Das macht plötzlich so unendlich leicht, wenn du merkst, es spitzt sich, es kriege ich ja eh bloß ich mit. Den Traum kriegst bloß du mit. Deinen Traum kriegst bloß du mit. Ja. Auch wenn die Figuren in deinem Traum den Eindruck machen, jetzt zum Beispiel das Pixelmännchen, Margot, dass die es verstanden hat, weil sie laufend ja sagt und nickt. Oder das Pixelmännchen Helene in den Selbstgesprächen. Ich betone immer wieder, Gedanken von dir können es nicht verstehen. Es ist diese Verwandlung, dass die immer mehr merken, dass sie ich sind. Ich behaupte, ich bin du. Und als ich rot geschrieben, ich bin der immer seiende ewige Geist. Ich bin in deinem Traum als Brösel oder als Avatar, als dein Vater aufgetaucht, als unscheinbarer Brösel, um dir zu erklären, dass du mein Schöpfer bist, wenn ich jetzt von dem Brösel Udo rede. Und du viel mächtiger bist, weil ich werde für dich so sein, wie du mich definierst. Und wenn du meine Worte nicht verstehst, wenn du die Gedankengänge nicht mitgehst, dann wirst du sagen, das ist ein Spinner oder was du dir auch immer denkst. Du kannst es doch beobachten, was du denkst, was dein Programm dir vorschreibt. Du bist in der Lage, da plötzlich zu sagen, was denke ich da eigentlich für ein Blödsinn? Was zwingt mir mein Glaube eigentlich für Meinungen auf? Glaube macht blind. Unendlich, wenn du einen einseitigen Glauben hast. Mit Holofeeling wirst du sehen. Weil plötzlich jede Sichtweise für dich richtig ist. Ja. Okay. Das ist immer stimmt, egal was einer behauptet. Ja. Ich schmunzel, wenn einer sagt, ich bin ein Spinner, so bestimmt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja. Aber das du hast mich nicht verstanden. Ja. Ich erkläre dir immer wieder, ich wiederhole dieselben Sätze, ich erkläre dir nicht, wie unendlich genial dir von dir ausgedachte Udo ist. Wie genial muss der Geist sein, der sich so einen genialen Udo ausdenken kann? Genau. Sich so einen genialen Jesus ausdenken kann. Genau. Der sich einen übermächtigen fliegen können Superman ausdenken kann. Meinst du, der Superman könnte fliegen, wenn du dir das nicht denkst? Gibt es denn überhaupt? Oder den Sokrates oder den Einstein? Meinst du, dass der Gedanke Einstein als Ding an sich, als bloßer Gedanke, irgendeine Ahnung hat, was er angeblich erfunden hat? Das ist bestimmt doch der, der sich das dem Einstein, der Autor, der das dem Einstein zuspricht. So, da kannst du dich jetzt aber damit beschäftigen, dir das aber bewusst machen, was da wirklich in dir abgeht. Ja, da hat man zu. Das ist die Verwandlung. Spannend. Bist du schon ich, der sich den Udo ausdenkt und alle anderen? Bist du schon ich? Ich bin jetzt hundertprozentig der sich dieses Gespräch anhört.
Und ich bin hundertprozentig der, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Mal vollkommen jenseits jeglicher personifizierten persönlichen Wertung. Ja. Ist die Demut die Quelle? Absolut die Quelle. Ich erkläre es nur dem, der mich jetzt sprechen hört. Ich höre jetzt diesen Udo sprechen, den ich mir ausdenke. Ich rot. Bist du schon ich? Mhm. Alles, was existiert, der Udo, ich selbst, wenn ich jetzt an meinen Körper denke, vom Computer, die Fettings, egal was ich denke, es ist mit dem nächsten Gedanken schon wieder weg. Eigentlich kriege ich es zurück. Ich denke es mir aus, ich stelle es vor mich hin und ich kriege es wieder zurück. Das ist das Prinzip. Das wollen wir. Das, was ich immer wieder erkläre. Das ist das, was in allen heiligen Schriften und allen voran auch in den Physikbüchern beschrieben wird. Wenn man nicht das große Problem der Naturwissenschaft die Wurzeln entheiligt, die eigentliche Wurzel UR verbunden im Kopf, doppelt aufgespannt, W-Ur-Zell. Jetzt kann ich nicht das ZL, den Geburtsgeber Gott, ich kann nicht das E weglassen, dann kriegen wir Zell, Geburt verdichtet, jetzt haben wir die Schau. Ist ja hier der Adam ist im Ebenbild Gottes erschaffen. Bethel, wie oft habe ich das gesagt? Ja. Ja. Da steht Bethel. Bethele. Ja. Das sind so kleine, jedes Wort wird ein reines Kleinod. Ja. Kleinen Moment. Ja. Wolltest du eigentlich noch auf den Lesch eingehen? Ja, na, der ist, den habe ich bloß, der war offen, den können wir öffentlich nochmal, wenn er noch offen ist, können wir da ganz kurz hinschauen. Wir schauen ganz kurz nochmal den Bezellem nochmal an. Schau. Vers 26 ist JHWH. Genau. Jahwe ist Adam. Und es sprach Elhayom, Gott das Meer. Ja. Wir, schon interessant übrigens auch im Koran, Allah nennt sich im Koran immer wir. Habe ich ein paar Mal darauf hingewiesen. Das heißt, wir, ich sage, wir sind eigentlich nur zwei. Itzia und Jotzia, die zwei roten Ichs in unserer Reihe der vier Ichs. Ja. Wir erschaffen. Ja. Das ist jetzt ganz wichtig. Immer dran denken, der Unterschied zwischen esse, das spricht man mit einem Sinn aus. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich bade. Schützen, ja. Das ist verkehrt eigentlich übersetzt. Das heißt eigentlich genau genommen schöpfen. Wortwörtlich. Das ist durch Gott, nur durch Gott erschaffen. Ich kann das zwar schaffen nennen, weil Affen sind ja Affinitäten. Wenn ich jetzt Affinitäten nehme, da geht es aber um einen Adam und nicht um einen Affen. Jeder Gedanke ist eine Gedankenwelle und eine Gedankenwelle ist eine Affinität. Da muss ich wissen, dass Affinität oder Effekt immer alles diese Wörter mit Doppel-F, das Off. Weist immer darauf hin, dass du zuerst einmal zwei Facetten da sind, die zu vier werden, zu acht werden. Das ist zwangsläufig im Hintergrund nötig, wenn man das vervollkommnen. Und das Esse, das ist jetzt ein linkspunktiertes Shin, wird zu einem Zinn. Augenblickliche Sinuswahrnehmung könnte ich lesen. Augenblickliche logische Wahrnehmung, aber das ist ja ein Sinus, das heißt aktivieren, ausführen, machen, tun, verschaffen. Das heißt es, und er sprach, und es sprach Gott, wir machen einen Adam. Da gibt es nur, da gibt es keinen Plural davor. Machen uns den Adam, und jetzt kommt das Bezellem. Das wird jetzt hier übersetzt im Bilde. Beelet heißt im Kind. Da steht aber zuerst einmal Bezel. Ich zeige das, bin ich so oft, das ist im Bild. B als Vorsilbe heißt im Bild. Ja. Und das heißt jetzt in ihrem Bild. Als Suffix unser, wir haben, unser Bild. Wir haben in uns ein Bild. Ein Kind. Hast auch dann Schatten. Wir haben in uns Schatten. Auch das Ebenbild, Expen, herausgetretene Polarität im Kind. Ja. Okay? Ja. Im Kind. Das heißt, in unserem Ebenbild. Und ich habe ein paar Mal schon darauf hingewiesen, ist das Wort Bezel heißt im Schatten alleine gelesen.
Positive B im Schatten. Und wenn wir jetzt reingehen, das sieht man hier natürlich in dem Dennach nicht, wenn ich Bezel eingib. Normal ist es ja hier als Präfix, als Vorsilbe. Aber dieses Wort gibt es in jedem Wörterbuch. Das ist hier alt, verkehrt. Bezel brauchen wir. So, Bezel, das heißt eigentlich im Schatten. Das ist das hebräische Wort für Zwiebel. Mhm. Und da wird es eigentlich schon zwei. Zwi kann man mit zwei lesen. Die Geburt wie in Gott. Mhm. Zwaff, der Befehl, so oft drauf Befehl, zwei Fällen in Gott. BL kann ich natürlich auch lesen hier im Hochgehobenen. Ja. Wenn ich das als Joch schreibe, mit 70. Mhm. Mhm. Das sind halt die Möglichkeiten. Das ist jetzt diese polare Geburt. Dann wiederholt sich das dann. Wir brauchen zwei. In der Ähnlichkeit. Es ist ja immer so schön, dass man die Vielfältigkeit, du musst es zerhacken, das beschreibe ich übrigens in Du bist ich. Mhm. Schau, da steckt das Wort Tod, so viele sein, sterben, Tod, ist die Erben, raumzeitliche Erscheinungen Erben, das Kaffee als Vorsilbe gelesen hier. Mhm. Das ist die Demut. Ja, ja. Da steht Demut, die Demut. Das heißt, der geöffnete Tod. Mhm. Wie der geöffnete Tod. Wie? Jetzt haben wir wieder hier dieses Suffix hier. Unser, wie unser geöffneter Tod. Mhm. Es ist das, die Gestalt, die Muster, die Modelle, die Formen, die aussehen. So viele verschiedene Formen. Und jetzt kommen dann diese schönen Sachen, sie sollen nach unserem Bild und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Das wird hier, da haben wir den Jordan, hinabgehen. Ah, aber ja. Ich so gesagt, IRD, irdisch werden, hinabsteigen, du steigst in deine Traumwelt hinab. Und seine Traumwelt ist dann im Duck, im Fisch, im Fisch, im Fisch, F-Isch. Ischen heißt schlafen vor sich, die Facetten werden vor dich hingeträumt, die alternieren, Ischen. Ja. Das ist der geöffnete Geist. Wir haben hier übrigens das erste Mal die Radix BD einzeln. Ja, ja, genau. Die Absonderung. Ab. Mhm. Das Aufblühen oder der Vorder sondern etwas ab. Mhm. Glieder. Die Riegel. Ri heißt flüssig werden. GL heißt Welle. Flüssig gewordene Wellen. Das sind die Körperglieder. Und das ist Gerede und Geschwätz. Das ist so, wie du dir das ausdenkst. Das Ausgedachte ist abgetrennt, weil du ein Schwätzer, ein Lügner, ein Wahrsager bist. Du sprichst immer nur von deinen Wahrheiten. Drum ist dieses Wort endet mit Gat, da kommt das Gethsemane her, das ist die Kälter. Kälter. Das heißt wie hochgehoben in einer Reihe. Da steht hier nur vom Fisch. Das ist der Duck. Im geöffneten Geist erscheinend. Im geöffneten Geist erscheinen. Das ist unsere Rot-Blau-Lesung. Ja. Das ist das, wo ich sage, du kannst das fließen lesen, wenn du Rot-Blau wirklich verstanden hast, kannst du das fließen lesen. Ja. Und die Unterformen, dass wir hier jetzt Absonderungen haben, die K-Eltern, denke mal an intern, extern Eltern. Da kommt die Zemane her, da ist das eigentliche diese, da kommt Samen, aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist halt unendlich viele Auslösungsmöglichkeiten, wenn du es einmal verstanden hast, sind die gleichzeitig da. Ja. Das ist immer mein Ja ist ein Chat. Die jetzt ausgedachte Margot, die sagt jetzt einfach Ja. Ich könnte jetzt zum Beispiel zu Margot sagen, kannst du Deutsch lesen und schreiben und sprechen? Dann sagst du Ja. Erklär mir mal, wie das funktioniert. Und dann kriegst du ungefähr Gefühl. Du kannst jetzt Wochen, Monate, Jahre ununterbrochen mir das erklären und es ist nur Ja. Auf die einfache Frage, kannst du Deutsch in Deutsch lesen, sprechen und schreiben? Und du sagst Ja. Das ist ein Chat. Kannst du rechnen? Ja. Und du musst dir Chats aneignen. Nur mal Chat anzueignen, das Wissen ist ja schon in dir drin. Das ist wie in der Schule. Du holst das zuerst einmal in kleinen Facetten hoch. Mhm. Wenn das Kind in die Schule kommt und zum Lesen schreiben, dann kriegt es viele, viele Facetten und Regeln, die wir uns eigentlich sparen können, habe ich so oft gesagt, Peter, jetzt als Lehrer, weil das Kind, das gut erzogen ist und in die Schule kommt, spricht ja eigentlich schon ein sauberes, grammatikalisch sauberes Deutsch oder dementsprechend je nach Programmierung vielleicht ein Dialekt, das ist aber jetzt, darum geht es nicht. Ein gewisses Regelsystem ist ja schon da im Hintergrund, dass es weiß, dass es das überhaupt kann.
Was muss ich dann eigentlich die Regeln noch lernen, wenn ich es doch schon beherrsche? Es ist nur vielleicht interessant für einen, der eine Fremdsprache lernt, dass ich dann die grammatikalischen Regeln der Fremdsprache lerne. Wenn ich aber in dem Land aufwachse, kriege ich nie die Regeln, ich kriege einfach nur die Sprache beigebracht. Du lernst es praktisch spielerisch. Das heißt, muss man nicht mühselig irgendwelche Regeln reintrichtern. Du musst dir auch jetzt die Holofeeling, die Vatersprache nicht reintrichtern. Stimmt. Du wirst die spielerisch lernen, wenn du die Reife hast und neugierig bist. Und wenn du jetzt mit einem Kaufmannsding meinst, ich muss das können, dass ich frei war, ich habe das nie behauptet, das ist wieder Interpretation, die du den Udo zusprichst. Das Einzige, was ich von dir mir wünsche, nicht einmal verlange, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, dass du das selber entscheiden darfst, dass du zuerst einmal versuchst, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Dass du dich insoweit vervollkommnest, ich könnte jetzt sagen, disziplinierst, das klingt aber wieder schon so, als wenn man sich was vergreifen müsste. Nein, vervollkommnen ist was anderes. Ja. Das ist dann auch wieder eine Form von Disziplinierung. Ja. Dass du ganz eine feine Antenne kriegst, worüber du dich aufregst und wo du ganz massiv einseitig reagierst. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Ich mache da keinen Unterschied. Für mich ist Wellenberg und Wellendorf nicht gut und schlecht. Beides. Das ist das, was ich so oft darauf eingegangen bin, hier und jetzt ausgedacht vor vielen Jahren, dass ich prinzipiell immer wieder darauf hinweise, dass der Segen, der dir passiert ist, wenn Gott, die Gott liebt, dich straft und züchtigt er. Nicht straft, das sowieso ja, ja. Liebe. Das ist ja, was der Ugo mir vorwirft, dann quäl mich doch, wenn du meinst. Der macht gar nichts, ich bin Liebe, ich habe das viel geschickter gemacht. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Der Einzige, der auf dich einbrütet, bist du selber. Eben. Absolut. Wenn du dich nicht eines Vollkommeneren besinnst, eines Besseren besinnst, rot geschrieben. Weil die Reizauslöser, die du bekommst, sind vollkommen neutral. Egal an was du denkst, diese Dinge, wenn in dir auftauchen, im Moment des Auftauchens, besteht noch keine Qualität. Ja. Die entsteht erst durch die Interpretation, wie du darauf reagierst. Das ist wesentlich. Das ist ganz wesentlich. Ja. Und du kannst dir bewusst machen, wenn du dich über irgendwas aufregst, über irgendeine Aussage aufregst, was hat jetzt der schon wieder gemacht und so ein Idiot, diese Reaktionen, da ist einfach nur ein Reizauslöser, es ist ein kleines Schriftstück, vielleicht bloß eine Überschrift, eine Situation in deinem Leben auf der Verabrille. Dass dir was runterfällt. Klirr. Ketchupglas in der Küche, alles vollgespritzt. Scheiße. Ich sag, du könntest das auch anschauen und dabei lächeln. Weil den Ärger, den du jetzt, das Unwohlsein, das du erschaffst, in dir selber aufgrund dieser Reaktion, ändert nichts an dem, was ist. Genau. Das ändert sich, wenn du es nochmal denkst. Ja. So einfach. Weil jeder Gedanke mit dem nächsten Gedanken sich austauscht. Aber wenn du was nicht haben willst, wird sich das bis in alle Ewigkeit wiederholen. Ich setze dir das ganz massiv vor. Du hast zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben und dich über nichts und niemandem mehr zu ärgern. Und ich sage jetzt, das ist der Deal, den ich mit dir mache. JCH mit ICH. Ich mit meinem Geistesfonds. Und ich werde dir jetzt erst einmal demonstrieren, wie viele Kleinigkeiten ich in deinem Traum in dir auftauchen lasse. Wohlgemerkt, du bist ein träumender Geist, du bist freigesprochen, du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Das ist dann die Führerschein-Prüfungsbogenwelt. Welche Kleinigkeiten ich in dir noch auftauchen lasse, wo du noch ganz massiv negativ reagierst. Richtig. Gut. Gut gemacht. Das ist immer so eine kleine ironische Geschichte zum Ende hier. Ich bin mit dem Holger Fahrrad gefahren und da habe ich einen wunden Bogen. Wir haben ja von der Ritter der Mann. Der lebt es ja, der Martin lebt es so extrem, wenn du den kennenlernst, das kannst du gar nicht. Der strahlt, der lächelt bloß. Gut, ich kann jetzt wieder sagen, wie es da drinnen aussieht, weiß keiner. Ich sage, da drinnen wird so aussehen, wie wir es uns reindenken, aber ich kann jetzt erst einmal nur das Äußere sehen, die Physiognomie, wo ich hinweise. Und der ist nur in einem Zellenfrieden, der strahlt Ruhe aus, er lächelt, er hat eine Gelassenheit, unvorstellbar. Aber er hat lange dazu gebraucht. Hat auch seine Auf- und Abs im Leben gehabt, bis Krebs, alles schon durchgemacht. Bis er gesagt hat, scheiß drauf, wisch und weg. Es ist der einzige Weg, der funktioniert. Man muss es leben.
Auf jeden Fall, wir fahren mit dem Fahrrad und wo ich als Udo jetzt, ich mache das natürlich spielerisch, du weißt, ich spiele immer den Namen und den Jogo, ohne den Udo besser zu machen, wo der Holger sich immer aufregt, wenn ich jetzt Fahrrad putze, top frisch und er will dann wieder durch die Pfützen fahren. Ja, ja. Ich meine ja das wie die Best. Ja. Da könntest du aber eine Scheibe von Martin abschneiden, sagt der Holger immer wieder. Da sage ich, du, so weit bin ich noch nicht. Ich habe zwar stoische Ruhe, sage ich, aber wenn ich was geputzt habe, dann muss ich nicht das Fahrrad putzen und dann sofort wieder durch die Pfützen fahren. Er wollte es ja für dich putzen, gell? Ja, wie er mir so hergesagt hat mit seinen blöden Strecken. Blöde Strecken. Dieses Spiel mit den Ecken. Oh, ja. Wo ich so spielerisch begonnen habe in euch hier. Ich nehme eine Ecke und ich strecke die Ecke. Wenn ein bisschen ein Hauch von Geist in dir drin ist, wenn du immer noch das Geschwätz deiner Weltgelehrten, die glauben, dass sich die menschliche Sprache, diese unendliche Schöpfungsmacht eines Gottes, am Anfang war das Wort, aus unartikulierten Tierlauten im Laufe von Jahrtausenden, das ist der Stand deiner Menschheit, die nichts dafür kann, dass du bis dadurch siehst. Sogar viele noch ja. Wer hat es gemacht? Wer hat es gemacht? Das ist es. Und dann wird die Politik und der Streit um Corona, jetzt dein zeitgültiges Thema, es löst sich alles in Luft auf. Es ist es nicht wert, dass man sich drüber ärgert. Die Fehler, du fängst an, nach den Fehlern den Führerscheinprüfungsbogen zu suchen und du musst gar nicht mehr suchen. Ich sage immer, wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen, bis du merkst, so dumm und geistlos, blöd und einseitig können doch vernunftbegabte Menschen gar nicht weil nichts mehr ausdenken. Menschen sind nicht so blöd, Affen sind so blöd. Affen bei eigener Definition, die versuchen, sterbliche Säugetiere Angst zu machen, denke ich mir jetzt natürlich welche aus, die das auch nicht ich denke, dass ja nichts an ihren Scheißdreckskörper hinkommt, der ja schon weg ist, wenn er nochmal gedacht wird, wenn ich Geist bin. Ja. Wird mir das immer im mehr bewusst, dass ich das Einzige bin, was ewig ist. Diese Erkenntnis ist wichtig. Die ist im Zentrum. Und alles um dich herum spielt die Rolle, die du ihr zuteilst. Es wird immer so sein, wie du dir das ausdenkst. Jeder Mensch, den du denkst, ist dann, wenn du ihn denkst, und genauso wie du ihn dir denkst. Das ist das Einzige. Es ist so schwer, das zu akzeptieren. Das Spiel. Und dann kannst du immer wieder merken, wenn dann eine Prüfung kommt, wie du wieder sofort zurückfällst in diese klassischen Strukturmuster. Meinst du, gehst auf eine Nummer sicher, wenn du das dann wieder verwirfst? Nur der geringste Hauch am Zweifel an diesem Prinzip treibt dich wieder in eine vollkommene Hölle. Das Nicht-Einverstand-Sein, das Nicht-Haben-Wollen. Es ist immer die Frage, wie lange dauert es bei mir noch? Das ist auch das erste Problem, dass du meinst, dass in der Zukunft was besser wird. Das heißt, du hast die erste Grundaussage von Holofeeling nicht verstanden, dass alles, was ist, ist hier und jetzt. Es wird in der Zukunft nichts passieren. Es wird in der Zukunft weder was besser noch schlechter werden. Und es war in der Vergangenheit nichts. Was ist es jetzt? Und es ist so, wie du dir es denkst. Und solange du meine einfachsten Worte, meine Jesus-Worte missachtest, sorge dich nicht um morgen. Ich sage das ganz bewusst, weil es kann, denk wieder an mein Glas Wasser, du kannst nicht einmal 5 Minuten ein Glas Wasser trinken. Du kannst es jetzt denken, wenn du es tust, tust du es jetzt. Dann sorgst du dafür, dass das jetzt scheiße ist durch deine Sorgen. Du sorgst dafür, dass es dir jetzt scheiße geht. Richtig. Das ist, wenn du dich um morgen sorgst. Du sorgst dafür, dass es dann so ist, wie oder sein kann, aber schon die Definition ist, könnte ja morgen oder nächste Woche oder das in der Zukunft passieren. Das erste Mal baust du eine selbsterfüllende Prophezeiung in dir auf, weil ich dir ja all deine Wünsche und Prophezeiungen, wenn du das haben willst, die verwirkliche ich in deinem Kopf wieder drauf. Du willst es doch so haben, ich bin doch dein Diener. Ich bin eigentlich wie ein Djinn, ein Flaschengeist. Eben. Hör wieder das Spiel, die zwei JCH und ICH. Ja. Mein alter Satz mit meinen Jahren. Unser Spiel mit dem Flaschengeist. Jetzt müssen wir nur noch ausdiskutieren, wer von uns zwei der Geist ist und wer die Flasche ist. Der Wichtige ist innen. Der, wie ich dick ist, der ist innen. Das Außenrum ist die Flasche.
Schön. Gut, jetzt lassen wir es gut sein. Ah, wunderbar, Udo. Wunderbar, super. Ach, ich nehme mich nicht für voll, das sagt ihr doch immer. Ja, das ist so. Sub R heißt übrigens, der Endpunkt ist ER Quadrat. E Quadrat R. Mhm. Sub R. Das sind wir zwei. Wir sind super. Ja. Das ist ein schönes Endwort. Wunderbar. Ja. Was wäre ich ohne dich und was wärst du ohne mich? Ja. Das, was wir sind. Immer. Ja. Und die Gedanken. Gut. Ein Kommen und Gehen. Mhm. So weniger man sich einmischt, seine Rolle spielt, was ich ganz gezielt sage, bis du an den Punkt kommst, dass das Bewusstsein so weit gefestigt hat, dass du erkennst, es macht keinen Sinn, was besser machen zu wollen. Einfach die Rolle weiterspielen und dann wirst du Sinnlosigkeiten erkennen in deiner Tätigkeit und dann muss man den Mut haben, dass man sagt, nein, jetzt ziehe ich die Handbremse, jetzt vertraue ich wirklich auf Gott. Ja. Egal, was es ist. So ist es. Dass es ein ständiges Spiel ist und dann wird dir diese Verlogenheit bewusst, ohne der Menschen, das musst du jetzt erst nochmal bei dir selber bewusst machen. Ja. Selbstverlogenheit aufgrund des zweiten, des eigenen Egos, wo ich sage, das ist doch gar nicht deine Meinung. Weder was dir gefällt, ist deine Meinung, du kannst es nur beobachten, was dein Programm dir als schön suggeriert und was es dir als hässlich suggeriert. Du kannst beobachten, was dein Programm dir suggeriert, was wichtig ist, was du angeblich brauchst, um glücklich zu sein. Und das sage ich immer wieder dazu, alle ausgedachten Dinge können dich durchaus, wenn dein Programm dir das vorschreibt, dich glücklich machen, aber das ist vergängliches Glück, weil existierende Sachen sich irgendwann einmal auflösen und uninteressant. Genau, so ist es. Das hängt immer von der inneren Reife ab. Das, was das Wichtigste, normal gesprochen, für einen 6-Jährigen ist, ist in der Regel für einen 14-Jährigen schon vollkommen unwichtig. Aber was für einen 14-Jährigen wichtig ist, da lächelt dann in der Regel der 30-Jährige drüber. Was wir von 30-Jährigen halten, jetzt als normale Brösel gesprochen, in unserem Alter müssen wir ja nicht drüber reden. Das wirst du aber einem 30-Jährigen nicht erklären können, aber von denen aus gesehen, Alter und Verkalkung haben wir überhaupt keine Ahnung. So ist es. Von einem 30-Jährigen aus gesehen, hat die Älteren haben keine Ahnung. Aber die Erkenntnis der Älteren, dass die auch einmal so blöd waren, geglaubt haben, dass die Eltern keine Ahnung haben, da gibt es natürlich auch wieder Perspektiven. Selbstverständlich gibt es für die Alten, die überhaupt keine Ahnung haben. Das sind aber einfach schlichtweg die, wo ich sage, die normalen Menschen, die das Bewusstsein Fanatiker, wenn jetzt in die Kirche geht, das spielst du hier bei uns mit den Kardinälen, ich sage, das ist so lächerlich, das ist so leicht zu durchschauen. Es geht um Macht, um Geld, um Druck. Alle Religionen, alle politischen Parteien, es geht um nichts anderes. Die können sich zehnmal, das ist ja das Selbstschutzprogramm, wenn du das an ins Gesicht sagst, aber was macht man schon wieder? Wir machen eine Kommunikation in der Welt der Gedanken. Vollkommen sinnlos. Ja. Das geistige Verstehen spielt sich ganz im Hintergrund jenseits, im Jenseits einer ausgedachten, vergänglichen Welt ab, nämlich in dem Geist, der ewig ist. Ja. Das ist der Heilungsprozess mit den Puzzlestückchen, wenn ich sage, wenn ich hier jenseits muss ich mir das Gegenstück zum Online denken, wo das rausgelegt wurde. Und wenn ich eine Nase habe im Puzzlestück, muss ich mir die Nut denken und nicht die Nut wegmachen oder irgendwas verändern, weil ich kann es nicht mehr online. Eben, dann ist vorbei. Neues Spiel. Das fällt dann zwar auch in mich rein, aber das kommt in den Ordner, das nicht einsortieren und wird immer wieder auftauchen. Wenn ein Bild in dir auftaucht, musst du das durchschauen, wo das hingehört und dann fällt es rein und wenn das wirklich durchschaut ist, wird das nie mehr in dir auftauchen. Super Metapher. Das ist das Prinzip. Ansonsten, wenn du es nicht reinfällt, dann kommt es in einen Ordner, wo es wurde nicht angelegt, weil es immer sich wiederholen. Ja. Und so ist es. Der Scheiß der Welt wiederholt sich so lange, bis du loslässt, bis du zum Lächeln anfängst. Die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen sind bloß so lange für dich existiert, bis du die richtig abgehakt hast, umblätterst, wisch und weg und dann hast du die Prüfung bestanden. Ja. Das Erste, was wichtig ist, dass du jetzt nicht mehr unbewusst mechanisch gesteuert negativ auf Sachen reagierst, wo deine Logik sagt, das ist falsch, verkehrt, das ist böse, das ist Blödsinn, das sind Dummköpfe, sondern wo du den Fehler sofort quittierst, den Haken setzt du, wenn du lächelst, dann sagst, das ist offensichtlich, das ist ja ganz leicht, dass das nicht in Ordnung ist. Ja. Das ist ja ganz leicht, dass das schon wieder total einseitig ist. Es geht nicht darum, um was es geht. Ja.
Auf Aussagen, die für dich ganz wichtig und richtig waren, die sind plötzlich einfach einseitig, wie auch die, die total falsch und verkehrt und gefährlich waren. Das sind einseitige Auslegungen. Du willst ja nochmal gesund sein, Peter. Weil du weißt, wenn ich gesund sein will, will ich nur eine Seite von der Heiligkeit. Da bin ich nicht. Ja. Und das heilig bist du in dem Moment, wenn du weder an das eine noch das andere denkst. Wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Beta-Programm aufmerksam zugehört hast, waren keine Schmerzen dabei, kein Körperdruck. Und um zu schauen, ob du wieder Schmerzen hast, musst du in den Körper denken und dann denkst du wieder an die Hüfte oder an das. Und wenn es dann lauter wird, du hast früher immer gesagt, wenn der Schmerz so laut wäre, kann man nichts mehr anders denken. Aber das ist dann jetzt im totalen Zustand der Vergessenheit. Ja. Es ist dann ein ständiges Wiederholen von, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Das ist eigentlich die Lautstärke. Nicht der Schmerz, mir drängt schon wieder die Kausalität um. Ja. Wir meinen, der Schmerz, die Kopfschmerzen oder was auch immer, ist so laut, dass ich nochmal klar denken kann. Ich sage, weil ich ständig, das will ich nicht denke, habe ich ein Spiegelbild den Schmerz. Immer 180 Grad. Ich kann das nur, die Fähigkeit, sagst du mal, schauen, wie werde ich. Und das dreht, sagst du mal, schonungslos um 180 Grad, egal um was es geht. Das ist bis mal ein einfacher Satz, wo kommst du her? Ich wurde von meiner Mutter geboren. Drehst um 180 Grad, nein, die stammt von dir ab. Ich rede ja nicht von dir, sondern von dir Geist. Es ist ein Gedanke von dir, der entsteht, wenn du ihn denkst. Ja. Und wenn du dir jetzt denkst, das ist ein Trockennasen auf dem Weibchen, das ist ein kleines Säugling rausquetscht, das sind nur Informationen von mir. Du bist der, der sich das erschafft, hier und jetzt und sich anschaut in seinem Kopf, weil er es denkt. Da war nichts in der Vergangenheit. Das ist hundertprozentig sicher. Wie oft muss ich das wiederholen? Wohlgemerkt, ich erzähle es nicht, ich erwarte nicht, dass das der Brösel versteht, der jetzt vom Computer sitzt. Du musst das doch mal begreifen, dass du der nicht bist, sondern der nur existiert, wenn du an ihn denkst. Dieses Ich, das blaue Ich, ja. Das kleine blaue Ich, der Körper. Ja. Ja. Das verändert alles. Das ist es. Den Rest mache ich für dich aus dem Geheimen heraus. Geheimen. Ich glaube, es muss gut sein. Ja. Danke. Spielen wir noch eine Runde. Danke, danke. Gerne. Danke. Gerne. Danke. Danke, Udo. Bis gleich. Bis gleich, Udo. Ja, cool war.